wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Futures Handel zur US-Börseneröffnung. Diese Veranstaltung machen wir wie immer mit Heiko Behrendt. Ich freue mich sehr, dass er heute hier wieder mit uns das Webinar macht. Und ich freue mich natürlich auch, dass Sie wieder live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und wir schauen uns gemeinsam den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zur Schulung und zu Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sehr gut, dann gebe ich doch schnell weiter an den Heiko, denn der Markt, da bewegt sich was ein bisschen, aber ich denke mal, da kommt erstmal wieder ein Theorieanteil. Also viel Spaß, viel Erfolg. Ja, wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen. Ich bin nochmal schnell hier unter. Tatsächlich habe ich nichts, aber ich habe trotzdem mal. Waren immer die besten Webinare, hör mal, wenn du nächsten Mittag mitgebracht hast. Genau. So, Bildschirm 3. Kurz zum letzten Webinar, ich glaube, da habe ich schon Verlusttrade gemacht irgendwie und dann war das Webinar vorbei und kurz danach hat sich dann eigentlich ein schönes Signal ergeben, was ich dann sogar noch umgesetzt habe, habe ich noch an Nelson geschickt, wollte ich mich nochmal präsentieren. Ist mir gerade just in der Sekunde gerade eingefallen. Ich weiß gar nicht, ich habe das Video mir gar nicht vom letzten Mal, ich weiß gar nicht, was für ein Trade ich da gemacht habe. Also ist ja auch einen Monat schon her. Aber es war auf alle Fälle ein Verlusttrade, wenn mich nichts täuscht. Und ich glaube, ich habe ewig gewartet, wahrscheinlich auf ein Signal. Und hier hat der Markt mir es dann gegeben und wollte nochmal kurz den Trade nochmal zeigen. Also wir haben hier, finde ich immer ganz gut sowas. Oh, vielleicht kann man das Bild auch nochmal ein bisschen, kann ich das noch eine Etage größer zoomen? Ja, so. Sehen jetzt zwar nicht mehr so schön aus, aber es geht ja hier um die Technik. Also wir haben hier eine 5 Minuten dahinter im Blau, die geht nach oben. Und dann kommt diese neue eine Minute und das finde ich dann halt hier ganz spannend, was ich jetzt mit dem Viereck gezeichnet habe, dass wir am Hoch, am Tageshoch dann plötzlich nach unten weggehen. Die Kerze schließt tief und dann die eine Minute und dann bei der neuen bin ich dann hier entsprechend reingegangen. Dann kam die neue 1-Minuten-Kerze und dann ist der Markt hier sozusagen nach unten gefallen. Ja, so ein Mini-Doppelhoch, wenn man so will, aus 3 Kerzen. Ja, das habe ich dann genutzt und habe dann den Tag dann noch ins Plus gedreht, nachdem ich da im Webinar im Minus war. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel und ich glaube, es waren irgendwie 20 Euro oder Dollar minus, war jetzt nicht die Welt. Genau. Es war aber irgendwo weiter unten und dann gab es halt so viel hin und her und konnte mich halt nicht durchringen, dann einen Trade irgendwie zu machen. Naja. Alright, das nochmal dazu. Ja, gerade kamen ja NFP-Zahlen und da dachte ich mir, dann gucken wir uns die doch nochmal an. Ich habe die, wollte mir jetzt nochmal die News herholen. Ich selber. Und da gibt es ja auch mittlerweile eine Kooperation oder auch Webinare. Ich höre mir das ja immer an über die Jungs von Traders Talk. Und da, wenn ihr auf meiner Homepage seid, hier unter Partner, Traders Talk, darüber höre ich mir das an, habe mir heute auch die Zahlen angehört. Ich habe halt nur mitgekriegt, die Zahlen sind besser rausgekommen als erwartet. Und ich weiß ja, dass FX Flat mittlerweile auch dort Webinare halt hat. Sieht man das? Ach, das Go-To. Ach so, das sieht man dann, wenn ich hier zeichne, wa? Genau. Ja. So, ich habe es mal auf einem Bildschirm. Ich habe es normalerweise sowieso auf meinem Bildschirm. So. Genau, dann darüber höre ich mir das an. Ich habe jetzt die News selber gar nicht geschaut. Die Zahlen kamen unter den Erwartungen. Ja, genau. Ich gehe mal nochmal hier in den Wirtschaftskalender hier rein. Also, ja, besser 0,2, 3,0, 0,2 und 4,8 in der Kernrate, genau. Ja, und das hat erstmal dafür gesorgt, ich glaube, das FedWatch-Tool hat auch ordentlich reagiert darauf, also mit, dass nächstes Mal vielleicht keine Zinserhöhung kommt, eventuell Pause sogar wieder ist. Also ist er wieder runtergegangen.
im August oder wann die nächste da gepreist ist. Juli, weiß ich weiß nicht, haben wir im Juli auch noch eine Zinssitzung? Börsenkalender Juli, ja doch, Ende Juli, aber da hat sich wohl, glaube ich, nicht so viel verändert, wie ich es vorhin gehört habe. Also wie gesagt, ich höre mir die News an. Leider war der Markt so schnell, dass ich nicht geklickt habe. Also als die News raus waren, hatte der Nasdaq schon einen ordentlichen Spike auf der Oberseite hingelegt. Und ich würde aber gerne mit euch dann nochmal hier durchgehen, das Ganze. Hier rechts so ein bisschen im Orderbuch. Das fand ich ganz interessant heute. Ich habe noch zwei Trades gemacht. Leider der eine hier, das war ein bisschen ärgerlich. Der war hier oben gewesen. Und ich hatte als Ziel die 15.420. Da war eine größere Order. Und dann, aber es geht halt dann so schnell. Ja, der Long Trade war, ja, ich war hier schön im Plus innerhalb der Minute. Fällt der hier hoch und fällt da runter, holt mich ab und steigt wieder da hoch. Also da hat er oder ist ein bisschen davon weggestiegen. So. Ja, also leider hier nur eine Nullnummer. Und hier habe ich sogar einen Short Trade gemacht an der 15.400. Als der Markt hier durch die 15.402 nicht durchgekommen ist. Und zwar gucken wir mal hier rechts rein in den Future. Und da sehen wir hier bei 15.402 oder machen wir es mal anders. Wir sehen also den Anstieg hier von 15.313 hoch bis in den 15.400er Bereich. Und wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, und dafür ist ja auch so ein Future-Tool dann ganz gut und auch hier mit den Level 2 vom Dirk Hilger oder vom Stereo Trader vielmehr, ist das natürlich dann auch schick, denn jetzt muss ich nochmal mein Zeichentool hier anmachen. Denn jetzt sieht man hier, wie der Markt, also nur weil da große Orders stehen, ist das jetzt nicht mega wichtig, aber es zeigt halt, wo halt viel gehandelt wurde. Und das ist hier einmal die 15.393, dort 600 Kontrakte, also auf der Kaufseite 600 Kontrakte, 400 Kontrakte bei der 95, dann nochmal 700 Kontrakte bei der 15.400 und 1000 Kontrakte, die jetzt mittlerweile hier gehandelt wurden, auf der 15.402. Also in Summe 1.300 Kontrakte Umsatz. Und das halt auf einem Level ist natürlich schon ein ziemliches Brett. So, und was man halt, wie man es halt handeln kann, ist, dass man halt hier Limits reinlegt und dann versucht dann davon, oder als es wieder runtergegangen ist, habe ich dann versucht, davon wegzuhandeln. So, leider, ja, positiv, negativ, ist der Markt halt hier nicht direkt durch diese 3,90, also der ist nur auf diese 3,90 aufgeditscht. Und als es wieder hochgehen, ist klar, ist alles eine Millisekundenentscheidung, habe ich den Trade wieder zugemacht, waren jetzt auch nur 4 Euro. Also jetzt nicht die Welt. Und hätte es dann hier oben nochmal versucht, auf der 25, da lag auch noch eine große Order, die können wir nochmal sehen, auf der 25, weil da war der Markt nicht nochmal gewesen. Da auf der 25, da ist er kurz davor angehalten. Und ich hatte eine Limit Sell auf der 25, die aber nicht ausgeführt wurde. Ja, 10 Punkte. Also ich bin davon ausgegangen, dass das hier schon auch deutlich schon okay war, wie der Markt da hochgelaufen ist. Und klar, der kann so eine Order überrennen, 20 Punkte und stoppt mich dann aus. Das kann auch passieren. So, jetzt sind wir wieder hier in diesem Bereich bei 15.400. Kann das ja hier nochmal so markieren, 15.402 bis 93. Ja, also das scheint hier schon ein wichtiger Preisbereich zu sein. 15.402 bis 93, 2,5. Ja, in diesem Bereich hier wurde relativ viel gehandelt. Und ja, mal gucken, ob das dann für den Handel heute dann nochmal Relevanz halt hat. Spannend wird es natürlich jetzt werden in 15 Minuten, ob der Markt dann da drüber geht. Also, oder wie er denn mit diesem Bereich hier umgeht und ob wir dann im Nasdaq dann nochmal weiter steigende Kurse sehen, dann machen wir gleich noch eine Analyse. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt dazu zu dem Thema, dann gerne her damit. Ich möchte noch kurz Ja. Andreas und die Twitch-Community auch nochmal natürlich einen schönen guten Tag wünschen. Ja, und da werden wir dann doch hier nochmal gleich auch den Kanal hier mit aufmachen. Wusste nicht, ob ich heute auch da noch live bin. Ich dachte irgendwie, ich hatte gelesen, Andreas ist im Urlaub. Der streamt schon wieder vom Pool aus bestimmt. So, also
Genau, da gehen wir da auch nochmal rein. Also das heißt, hallo an die Twitch-Community. Ich bin bei euch. Also ich sehe euch. Big Brother is watching you. Genau. Von daher könnt ihr mir ruhig Fragen stellen. Ich habe es mit auf dem Schirm. Alright. Also, das ist der Versuch gewesen, heute hier bei 15.402 einen Short zu implementieren. Leider habe ich, das Doofe ist, ich drücke oftmals die Drucktaste und speichere dann den Screenshot. Und ich hatte auch hier eine Limit Cell Order drin, die habe ich dann aber gelöscht. Eventuell wäre sie gefüllt worden. Also im großen Future wurde hier die 15.402 nicht erreicht. Im kleinen, also in dem Mikro-Future, den ich handle, wurde sie gefüllt. Ich habe dann aber nach 2 Minuten, wenn der Markt 2 Minuten darunter ist und nicht davon weggeht, und hat man natürlich auch immer Angst, dass dann der Markt mal richtig durchpusht. Deswegen habe ich die Limit Cell gelöscht, habe mich schon ein bisschen geärgert, weil dann 2 Minuten später gab es dann diesen Dip nach unten, der für mich dann ausreichend gewesen wäre, oder ich hätte wahrscheinlich nur bis hierhin gehalten. Ja. Wenn es halt richtig schnell fällt und man hat 2, 3 Positionen, kann man versuchen, was laufen zu lassen, aber hier die Erholung zeigt er jetzt auch schon. Also die Zahlen sind so gut, da wird es auch schwer werden, wird es auch schwer werden, dass wir hier wirklich nach unten wirklich durchfallen. Ja. So, wir können jetzt mal gucken, was hier oben passiert. Also auf der rechten Seite, wie gesagt, manchmal, wenn was Auffälliges ist, werde ich euch sagen. Also an der 15.420. Ich habe immer das Gefühl, es gibt so auch irgendwelche Algos, die so dieses Pareto-Prinzip 80-20 handeln. Ist im Future immer wieder mal auffällig, nicht jeden Tag, aber das an der 80 oder an der 20, klar, 100 Kontrakte ist jetzt heute nicht viel, aber dass da immer mal wieder was stattfindet. Der Tager ist mir das wieder aufgefallen. Ja, der handelt der Markt Ewigkeiten. Also wenn ihr den Future habt, dann schaut mal so ein bisschen auf 80-20 vielleicht. Ist da was zu sehen? Hier und da. Also, vorgestern oder so, weiß ich noch, da war zumindest das Thema 80, also da war irgendein Tief bei 83 oder 80, 83 immer gewesen, und dann ist der Markt dann irgendwann von dort aus dann weg. Aber ich kann jetzt nicht mehr sagen, welches. So, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. So, das war jetzt nochmal ein schöner Push. Also, hier im Orderflow gab es jetzt nichts. Wie gesagt, vorhin sah das Ganze noch interessanter aus. Ich gucke gerade, ob ich das eventuell. Aber ich habe den, dadurch, dass ich einen neuen Screenshot gemacht habe, ist der dann weg. Der Screenshot. Ja, der ist weg. Aber wartet mal. Ich kann das hier irgendwie. Das ist der letzte. Ja, den kann ich nur herholen. Aber ich kann leider nicht die davor. Da weiß ich gar nicht, wo die abgespeichert sind oder ob die dann gelöscht werden. Naja, schade. Ich hatte ja auf alle Fälle davor einen gespeichert mit den Limits, die ich hier reingestellt hatte. Aber macht jetzt nichts. Gut, also damit durchaus hier der Orderflow durchaus interessant, wenn so ein markantes Level ist. Also das könnte ich mir vorstellen, das sind ja nur 10 Punkte. In diesem Bereich wurde jetzt extrem viel gehandelt. Den habe ich jetzt auch hier markiert. Da könnte durchaus noch was passieren. Wir gehen mal in die Analyse rein. Markt macht ja gleich auf. Wir sehen jetzt hier den Nasdaq im Stundenchart und sehen nun, dass wir aus dieser Range, ich hatte ja gestern auch ein Webinar, habe das Reversal hier gestern verbimmelt. Hier ist es, hier haben wir die Unterstützungsbereich genau getestet, gestern im Webinar, also Future und der Future und der die Kasse, also der CFD, der reine Nasdaq CFD oder DAX CFD, die unterscheiden sich immer wieder, weil halt hier Aufgelder drin sind, gewisse Sachen halt nicht berücksichtigt werden oder doch berücksichtigt werden, sodass da entsprechend dann die Stände halt unterschiedlich sind und damit auch zu unterschiedlichen Signalen führt. Ja, ich kann es vielleicht euch nachher nochmal im Future zeigen, wie unterschiedlich es da aussah. Also da sind wir genau aufgesessen im Future und dann ging es hoch und am Abend höher und hier jetzt so vor den News dann schon stetig aufwärts. Wir standen hier zu den News, ja, dann hier oben und sind jetzt hier durchgeknallt und sind jetzt hier am letzten lokalen Hoch. Also ist schon auf alle Fälle jetzt richtig gut, wenn man jetzt hier zurückgeht. Ups, wie komme ich jetzt da?
Muss ich so machen? Nee. Machen wir mal H4 an. So. Da können wir ein bisschen weiter zurückblicken. Also da hätten wir hier oben dann noch an dem letzten lokalen Hoch dran und dann, das wäre dann auch das Jahreshoch. Das wäre dann hier oben dann auch geknackt. Also sieht eigentlich ganz gut aus alles. Die Frage, und das muss man sich dann halt überlegen, wird dann sein, der Nasdaq hat gestern hier unten geschlossen. Also jetzt immer 4 Stunden Chart, aber also dann muss ich noch zurück in die Stunde, sonst weiß ich nicht mehr, wo es da ist. So, also hier geschlossen. Da, also unten, jetzt ist es unten, sagen wir es mal so. Jetzt wird die Frage sein, wie geht man mit diesen guten Inflationsdaten um? Geht es halt direkt Ballermann nach oben durch in Richtung des Jahreshochs, müsste es hier gewesen sein. Oder sehen wir, dass der Markt erstmal ein Stück zurückkommt und dann vielleicht steigt? Oder nutzt man das hier, das waren sicherlich auch News gewesen, obwohl hier 4. Juli, das war ja, der nach dem Feiertag, der Tag. Aber hier ging es auch steil nach oben und dann halt nach unten weg. Und hier dürfte es durchaus dann interessant werden, jetzt egal Inflationsdaten hin oder her. Vielleicht gibt es auch Leute, die einfach diesen oberen Bereich als Top-Bereich sehen und jetzt sie hier verkaufen. Wenn man sich vielleicht vorstellt, dass seit gestern oder vorgestern hier irgendwo Leute long waren oder sind, die könnten, dadurch, dass wir hier auch sehr viel hin und her gehandelt haben, kann es durchaus auch sein, dass viele doch noch reingekommen sind in diesen Handel und hier oben dann vielleicht auch Kasse machen, weshalb der Markt dann eventuell nach unten geht. Werden wir dann mal sehen. Ich weiß nicht, was der Markt hier vorhat. Gap Close würde ich jetzt so nicht anvisieren wollen. Darunter an die 15.253. Das wäre mir dann ein bisschen zu weit, aber man soll ja niemals nie sagen. Spannend wird eigentlich nur, ob wir hier zum Handelsstart dann direkt den Push sehen, so dass der Markt hier in einem Zustand ist, wo wir eskalieren und das halt auf der Oberseite durch dieses letzte Hoch. Ja. Das ist auch im Future höher als im Future höher als im CFD, glaube ich. Da sind die Marken wesentlich näher dran. Vielleicht an der Stelle auch nochmal so ein Hinweis. Und zwar, als der DAX heute bei 15.923 das Gap geschlossen hatte, da war das Gap im Future, also wenn man sich nur den Future anguckt, noch offen. Ja, also der Future steht ja eh woanders, der steht ja schon über 16.000, der steht eh woanders als der DAX. Aber hier sieht man jetzt den Unterschied und der kommt halt daher, dieser Unterschied. Ja, also dieses Hoch hier war Gap Close im DAX gewesen bei 15.923, was diesem Schlusskurs hier entspricht. Das ist der Schlusskurs 22 Uhr von letzter Woche Mittwoch. Im Future haben wir den bis dahin nicht geschlossen gehabt, weil das an Punkten fehlt, was der Markt halt über die Tage, im Future ist es ja so, über die Laufzeit haben wir im Future entsprechend ein Aufgeld und das Aufgeld baut sich hier ab. So, das heißt, über die Tage jetzt hinweg, seit letzter Woche Mittwoch, sind irgendwie so 20 Punkte, ja, die halt fehlen. Also dann auch nach oben fehlen. Und damit fehlen die halt, oder 10 Punkte fehlen die halt zum Gap Close. Da wo, wenn man einen Chart hat, einen reinen DAX-Kassa-Chart hat oder einen DAX-Chart hat oder einen DAX-CFD hat, der vielleicht von 8 bis 22 Uhr geht, da hatten wir mit 15.923 da schon den Close gesehen. Und da sieht man auch wieder, wie unterschiedlich dann auch Analysen ausfallen. Ja, hier könnte man vielleicht sagen, okay, wir haben halt nur das Hoch erreicht und sehen dann eine Reaktion. Ist auch vielleicht ein Grund jetzt, wenn man nur rein den Future analysiert, aber ich selber analysiere doch dann eher den CFD oder den Originalmarkt auf längere Sicht, um dann zu gucken, wo der Markt halt steht. Und im Future, wie gesagt, wissend, dass da durch das Aufgeld, was sich dann abzinst über die Laufzeit, da andere Formationen entstehen können wie im normalen Kassamarkt. Sollte man immer mal
mit berücksichtigen, das Ganze. Genau, also ich bin im Future, weil das Webinar hier bei FX Flat, ich frage gerade von Twitch, weil das Webinar von FX Flat heißt US Future Börsen zur Börseneröffnung, weil FX Flat einer der ganz wenigen Broker ist, die im MetaTrader 5 auch den Future-Handel ermöglichen. Ja, gibt nur noch ganz wenige Ausnahmen, die das noch mitmachen. Und FX Flat war da der Erste und ist dann an mich herangetreten, weil ich eigentlich ursprünglich schon aus dem, weil ich schon ursprünglich aus dem Future-Handel komme und haben mich dann gefragt, ob ich da nicht zu dem Thema dann mit dem MetaTrader und vor allem hier auch mit dem Stereo-Trader in Kombination dann mal eine Webinarreihe auflegen möchte. Da habe ich gesagt, lässt sich machen. Genau, also wer den Future-Handel hier mit FX Flat gestalten möchte, der findet auch da über meine Homepage die Möglichkeit. Oh, heute geht es hier schon wieder los. Gestern hatte ich auch mit GoToWebinar genau das gleiche Problem. Oh, ich wollte hier unten nochmal Fenster schließen. Oh, so. Da hat es auch ewig geruckelt. Ich meine, ganz ehrlich, also denkt dran, das Ruckeln ist nur hier, wenn Webinar läuft, sonst ist es nicht da. Gut, ja, wer selbst ein FX-Flat-Konto hat, der kann sich aber auch die Börsendaten freischalten lassen. Weiß nicht, ob jetzt Nelson da nochmal gerade mal just ein, zwei Worte, wo man das macht, vielleicht verlieren möchte. Ja, Aber ich klar. Also das ist ja auf der Webseite haben wir auch eine extra Unterseite für Futures. Entsprechend, wenn man schon Live-Kunde ist und ein MetaTrader 5-Konto hat, kann man dort die Marktdaten beantragen. Ansonsten, was immer geht, ist eine E-Mail oder ein Anruf. Eine E-Mail an service@fxflat.com oder ein Anruf an uns und dann klären wir das natürlich. genau, jetzt habe ich mal schnell geguckt. Unter Depotkunden Futures. Also wie gesagt, gibt es ja auf der Seite von FX Flat entsprechende Unterseite hier Futures. Und da könnt ihr euch die Margin anschauen und so weiter und so fort. Und hier über Preise, Konditionen findet ihr eigentlich alles auf der Seite. Genau. So. Wichtig ist nur als kleine Ergänzung, es geht nur mit dem MetaTrader 5, nicht MetaTrader 4. Genau, das wäre noch erwähnenswert. Ja. Okay, also Fazit für mich heute jetzt erstmal in der Eröffnung. Also gestern habe ich dort, und das habe ich sehr, sehr oft gemacht. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das heute handle bei der Eröffnung, weil es vorher schon so stark gestiegen ist. Klar, wenn jetzt die Kasse megamäßig optimistisch reinkommt, kann ich mir schon vorstellen, dass es auch nach oben durchspiked, aber ich tue mich da auch heute echt schwer, weil ich, gestern habe ich es auch vorgestellt, ich handle wirklich seit vielen Tagen oder ja, Wochen, Monaten, fast jeden Tag zur Eröffnung den Nasdaq Long, weil er zur Eröffnung auch halt in der Mehrzahl der Fälle steigt. Gestern auch, gestern kurz Gap Close gesehen und dann ging es auch erstmal nochmal so 10 Minuten nach oben. Da hat das auch ganz gut geklappt. Ich habe es nicht ganz perfekt umgesetzt, aber prinzipiell hat das Ganze funktioniert. Und ja, heute, ganz ehrlich, ich werde es wahrscheinlich nicht handeln, weil mir der Markt einfach zu hoch ist und ich da eher Sorge habe, ob meine Eröffnungsstrategie halt jetzt, also die Strategie ist einfach zu gucken und den ersten 1 bis 2 Minuten einen Long Trade zu eröffnen. Das ist entsprechend das entsprechend hier ja, umzusetzen. Ja. Und wenn das aber jetzt heute mit diesem starken Anstieg dann nicht, so klar kann das aufgehen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Strategie einfach blind handelt geht. Also am liebsten ist es mir, wenn der Markt vorher gefallen ist in der Vorbörse und dann zur Eröffnung halt ein Long Trade. Das hat eigentlich jetzt in letzter Zeit eigentlich immer ganz gut geklappt. Ja. Gut, wir können ja mal gucken, ob vielleicht lasse ich mich dazu hinreißen, aber wie gesagt, ich weiß nicht, Stop-Loss ist ganz grob so 20 bis 40 Punkte.
Eher selten, dass es mehr als 40 Punkte gegen mich gelaufen ist. Ja. Es gibt Tage, da sieht es genauso aus wie hier zu den Zahlen, also wo der Nasdaq halt sehr, sehr stark gestiegen ist in der ersten Minute. Ja, das könnte ja auch eine Eröffnungskerze sein. Und es gibt halt Tage, da ist es dann halt nicht ganz so gut. Da ist manchmal eiert es halt auch eher rum. Ja. Aber prinzipiell ist eigentlich fast jeder Tag im Plus dann gelandet. So, 2 Minuten noch, nicht ganz. So, bis jetzt eiert der Markt ganz gut, und trotz des starken Anstiegs hier an den EMAs lang, also auch hier deutlich Potenzial. Sieht ganz gut aus bis dato. Ansonsten, ja, wenn wir nochmal kurz auf den DAX gehen, können wir dann auch nochmal machen. Hat er ja auch nach oben jetzt alles erreicht, da heute mit diesem Gap Close und so weiter. Ich weiß gar nicht, wo steht denn der jetzt nach dem? Ach so, ach, jetzt brauche ich ja, ich hatte hier das andere Konto auf. Wo hat es denn den Junge hingetragen? 15.988. Ich glaube, bei 15.988 habe ich, glaube ich, sogar eine Marke gehabt. Jo, die kommt hierher wahrscheinlich hier da aus dem Bereich. Ja gut, wir gucken jetzt erstmal die Eröffnung und dann können wir noch einen DAX sehen. Also auch der ist gut mit nach oben gesprungen, habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. So, 20 Sekunden noch. Hier oben war immer auch die Uhrzeit mit drin. Das ist auch ein schönes Feature vom StereoTrader zu sehen, wann die Kerze zu Ende ist. Ja, wie gesagt, also ich kann mir am Hoch jetzt nochmal auf einen 40-Punkte-Push-Long, weiß nicht, ist. Ich traue es mich einfach nicht, ja, auch wenn es jetzt vielleicht so aufgeht. Wir gucken mal. Mal sehen, was die Jungs hier vorhaben. Also, ich tue das hier mal löschen, habe ich so ein bisschen den neuen Überblick. So. Also, was die Strategie ist, also entweder man geht wirklich davon aus, dass die Kerze in der ersten Minute richtig steil geht. Und klickt halt direkt hier in den ersten so 10, 20 Sekunden. Stop-Loss ganz grob 20 bis 40 Punkte. Und wenn es dann läuft, dann kann es halt sein, dass man innerhalb von einer Minute 20 Punkte oder innerhalb von 10 Sekunden 20 Punkte oder 40 Punkte macht, wenn es richtig pusht. Und ansonsten, wenn es erst in der ersten Minute runtergeht, dann ist es so, dass in der zweiten Minute dann, wenn der. Wo ist das Zeichen tun? Wenn dann in der zweiten Minute der Nasdaq hier wieder vorbeikommt, dass ich dann den Long klicke. Also wenn jetzt die erste Kerze runter ist, dann kommt der Markt hier vorbei und dann da den Long. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Wenn ich hier gezeichnet habe, der hat dann. So, jetzt hat er ja in der ersten Minute wahrscheinlich das noch gemacht. Ne, in der zweiten, ja, jetzt war ich zu langsam. Aber gut, also ich ganz ehrlich, ich kann heute wieder den Chart nicht schieben, denn ich kriege schon wieder. Ich schon Grübchen. So, gestern hat mir jemand gesagt, ich solle den so den hier mal rausnehmen. 30, 10 Punkte waren es, 14 Punkte Maximum, wenn man es direkt geklickt hätte. Aber auch da, wenn man da wieder nicht schnell ist, ja, dann hat man eine Nullnummer, ja, wahrscheinlich, wenn man jetzt nicht hier nochmal ein Minus haben möchte. Aber wie gesagt, hier oben, ich bin an einem Hoch, da oben den Long Trade zu machen, sowieso kein Freund. Also ich wäre jetzt nicht der Freund davon, den Long Trade zu machen. Ja, ich will jetzt erstmal gucken, wie die Marktteilnehmer jetzt hier mit dieser Eröffnung umgehen, auch die Einzelwerte. Ob die jetzt erstmal da eher in Richtung Kassa Close oder nach unten erstmal tendieren. Ja, die kommen ja alle mit dem wahnsinnigen Aufwärtsgap rein. Und da kann es immer sein, dass der Markt sich auch an so einer Stelle erstmal finden muss. Ja? Wenn alle Aktien offen sind, wie werden die gepreist, wie kommt die rein? Gibt es bei einigen Aktien plötzlich eine Kauf- oder Verkaufsorder?
Und das kann dann schon auch mal so 5 Minuten oder 10 Minuten dauern, bis da so ein bisschen Orientierung herrscht. Und dann ballert das Ganze hierher. Also von der Size her geht auf alle Fälle hier ordentlich was. Also innerhalb der Minute auch immer mal hier so wird schon ganz schön viel Kontrakte umgesetzt. Also das ist auf alle Fälle ordentlich Volumen jetzt hier drin. Wie gesagt, sind ja auch an einem durchaus interessanten Level hier auf Stundenebene. Und am letzten noch hoch dran. Wobei ich habe mir jetzt gerade mal das einzelne Volumen so angeguckt, das ist, ja, ist also im Normalbereich. Jetzt nicht so mega. Achso, wir haben ja noch gar nicht, die 5-Minuten-Kerze ja noch gar nicht rum, Mensch. Bei der Schwang war ich jetzt gedacht, ja, schon 10 Minuten rum, aber wir sind ja gerade mal in Minute 3 von 5. Okay. So, jetzt ich probiere es mal hier mit dem. Das sind ja erste Minute 3,5. Jetzt bleibt das. Also was ich auch sagen muss, trotz alledem heute, da hatte ich vorher schon Bedenken, ich hatte heute schon dreimal Internetausfall. Also ich so um die Mittagszeit rum. Da habe ich das gemerkt. Also habe mir ein YouTube-Video angemacht und beim Mittagessen und das ist halt dreimal irgendwie für so 3, 4, 5 Minuten stehen geblieben. Da habe ich schon gehofft, wehe, das regeneriert sich nicht, aber es hat sich regeneriert. So, was ich hier oben jetzt, was man hier oben sieht, ist so dieser Bereich, so 35, den finde ich jetzt hier oben schon eigentlich recht interessant. Würde durchaus hier oben denn eher nach diesem Hoch, und weil das auch gut damit zusammenpasst, wäre, sagen wir so, eher die Short-Seite interessant nach diesem Anstieg. Weiß aber auch, oder kann mir auch vorstellen, wenn dieser Bereich jetzt nach unten, also wenn wir da so was, bei der Spekulation bräuchte man jetzt eine Kerze runter, noch eine Kerze runter. So, dann wäre es soweit okay, wenn der Markt jetzt so seitwärts rumeiert. Also wir sehen jetzt auch, dass der zwar der Bereich hier viel gehandelt wird, auch von der Kaufseite, aber er löst sich nicht nach unten ab. Und dann besteht die Möglichkeit schon auch, dass aus dieser Seitwärtskonsolidierung dann der nächste Stich auf der Oberseite kommt. Aber prinzipiell ist das jetzt erstmal ein Bereich, der hier von der Verkaufsseite gehalten wird. Ja, kann auch sein, dass dadurch nur durch diese Verkäufe der Markt jetzt nicht exorbitant nach oben schnippt. Ja, und dann das auch der Grund ist, dass der Markt vielleicht wesentlich schneller nach oben gegangen wäre, wenn hier da jetzt nicht zwischendrin so viele verkauft hätten. Ja. Aber man merkt zumindest, da ist auf alle Fälle, wird erstmal gegengehalten. So, was aber noch nicht heißt, gegenhalten heißt noch nicht, dass es fallen muss. Ja, wenn die Käuferseite wesentlich größer ist, dann darf das natürlich auch weiter steigen. Das ist halt die Frage, wie weit feiert man das halt ab? So, jetzt mal an dem Tief dran. Können wir auf 5 Minuten Chart reinklicken. So, 5 Minuten Chart. Also neues Hoch gemacht und direkt wieder runter. Ja, das sieht jetzt schon ein bisschen besser aus. Mal gucken, wie er jetzt hochkommt. Also mal sehen, ob wir die Shortseite hier reinkriegen, eventuell. Also bis jetzt ist es schon sehr, also wird auch schnell gekauft. Man sieht, sobald es in die Nähe vom Tief der letzten 5 Minuten Kerze hier geht, ja, zuckt der Markt schon wieder immer leicht nach oben. Da muss man auf alle Fälle aufpassen. Das heißt, also wenn Short, dann muss ich irgendwo hier oben, so bei 33 da oben gucken, weil da ist nicht viel Platz nach unten. Der Platz nach unten entsteht erst, wenn halt ein gewisser Preisbereich nach unten gebrochen wird, der dann mal so ein bisschen zu Gewinnmitnahmen führt und dann vielleicht in diesem Preisbereich um 15.400. Aber ansonsten ist das immer ein Trade, den geht man rein, setzt eine SL bei ein, zwei Punkten, wenn man vorher nicht mindestens 10 erreicht und dann wird man eventuell wieder ausgestoppt. Ja.
Wir sehen ja, wie gesagt, im 1-Minuten-Chart hier deutlich, dieses stark hin und her ist am Ende ja nur, wenn man so will, jetzt ein 20, 25 Punkte Geballer. Mehr ist es ja bis jetzt nicht. Ja, so, jetzt mal gucken, wie weit der hochgeht, ob der wieder bis zur 42 hochgeht. Ja, das ist eigentlich ein Bereich, den mag ich jetzt nicht wirklich handeln. Also da bin ich im Webinar viel, viel, viel zu langsam. Bis ich da meine Entscheidung so ein bisschen hergeleitet habe oder vielleicht geklickt habe oder mich dann überlege, mache ich es nicht. So. Der Dow, ja, ich sehe es, der Dow ist ein bisschen steiler nach oben gegangen. Also der hat den Trend etwas besser fortgesetzt, kommt jetzt auch noch ein bisschen zurück. Und, achso, Telekom, nee, Vodafone. Vodafone habe ich. Bin eigentlich immer ganz gut gefahren mit denen, aber dieses Jahr war schon hier und da Katastrophe. Also ich glaube, ich habe sogar ein Webinar letztens ausfallen lassen müssen, mal, weil das Internet nicht ging. Ja, ich bin leider irgendwie auch als Businesskunde rausgefallen. Das Coole war eigentlich früher, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich, weil ich nur zwei Verträge oder drei Verträge bei denen habe oder so. Aber ich bin auf alle Fälle kein Businesskunde mehr, weil früher, wenn ich da angerufen habe auf so einer Business-Hotline, dann haben die gesagt, ach, Sie haben ein Problem, dann wir schalten Sie Ihr Mobilfunktarif auf unendlich frei. Und dann habe ich mich über einen Hotspot dann mit meinem Mobilfunk, also mit meinem Telefon verbunden und konnte dann hier surfen, weil wenn ich jetzt so ein Webinar jetzt hier übertragen habe, dann sind so, keine Ahnung, etliche Gigabytes weg. Ja, und wenn ich da hier irgendwie 20 Gigabyte Datenvolumen habe, die sind die alle. So, also hier oben ist deutlich merkbar, dass da es nicht weitergeht. Bis jetzt habe ich hier halt keinen Trade gemacht. Aber das ist zumindest schon mal, denke ich mal, ganz gut offensichtlich. Das Schöne wäre, zumindest rein technisch gesehen, wenn es auch mal eine Auflösung auf der Unterseite geben würde. So, jetzt ist hier der Versuch, jetzt wurde hier unternommen, auf der Unterseite schön reingedippt. Aber man sieht auch, wie stark immer gleich wieder, ja, stark sind 10 Punkte, aber wir reden ja hier, das wird ja meistens innerhalb von 1 bis 2 Sekunden gemacht. Ja, 10 Punkte, $20, 1 bis 2 Sekunden haben, nicht haben. Da sieht man schon, wie schnell das halt auch manchmal geht. Und da kann manchmal so eine Entscheidung, ah, setze ich Stop-Loss nachziehen oder doch per Take-Profit raus, kann dann schon dann hier, so wie jetzt gerade, dann dazu führen, dass man dann auf einmal, das sind dann wieder 20, 30, je nachdem, mit wie viel Kontrakt man halt tradet, dann an möglichen Dollars fehlt. Also der beste Bereich bis dato hier oben so, die 38. Ja, ganz schöne Ballerei. Also, das ist mir so richtig, ist es mir nichts. Also, bei so stark überlappenden Kerzen, weil jeder kennt ja auch seine eigenen persönlichen Vorteile und Nachteile, die er so im Trading hat. Ich habe meistens in so einem Markt halt nicht wirklich einen Vorteil. Woran liegt's? Wenn ein Markt zu oft so eine Marke anläuft, gehe ich davon aus, dass sie dann irgendwann gebrochen wird und dann kann die Gefahr bestehen. Und das passiert mir dann halt auch immer mal wieder, dass ich dann sage, oh, jetzt wird's gebrochen, dann gehe ich hier unten short. Und plötzlich zieht es den halt dann nochmal da hoch und dann dreht er halt nochmal eine Runde. So, denn wenn er da hochzieht und dann vielleicht sogar nochmal ein neues hochmacht, dann hängt man im Management fest und muss dann halt gucken. Ja, und da kann es halt sein, so wie jetzt hier auch, dass der Markt halt jede Minute da so eine Strecke abdreht. Und das ist dann halt nervig. Auf der Oberseite gehe ich dann auch irgendwann davon aus, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 Minuten hier oben jetzt gesehen, wo der Markt immer dagegen gestoßen ist und auch da würde ich dann irgendwann ausgehen, okay, der kann das halt auch mal brechen. So, und wenn ich mich dann da oben vielleicht den Short reinstelle und plötzlich geht es doch oben raus, ja, dann kriege ich auf alle Fälle auch den Ausdruck. Also bei so stark überlappenden Kerzen habe ich nicht wirklich einen Vorteil, muss ich sagen. Also dafür kenne ich mich einfach. Dafür kenne ich mich.
Ich bin da dann, weil ich halt prinzipiell halt schon eher, oder woran liegt das? Ich bin hier unten jetzt nicht so der antizyklische Long Trader. Ich bin halt auch nicht so wie jetzt bei Twitch der Andreas, der ja so voll der Antizykliker ist. In sehr, sehr vielen Fällen, der dann gerne an dem Hoch den Short reinnimmt, ja, oder am Tief den Long. Ich bin so eher der Typ, der dann schon auch sieht, okay, ich würde hier. Klar, hier der Long wäre durchaus auch machbar im Sinne des Trendes, aber da wäre dann für mich hier oben dann auch Schluss und ich weiß nicht, auf weiter steigende Kurse würde ich hier gar nicht setzen. Und auf der anderen Seite weiß ich ja auch, wo der Nasdaq herkommt und würde hier, hätte auch hier Schwierigkeiten, die Long zu handeln, weil wir kommen ja, keine Ahnung, stehen jetzt ja 120 Punkte oder ja 120 Punkte oder so höher als vor den Zahlen. Und von daher auch hier oben bin ich dann eher ein Trader, der, wenn er sowas sieht, antizyklisch eher seltener handelt. Also ich bin nicht so der Range-Trader, sagen wir es einfach mal so. Der antizyklische Long hier unten als Long für im Sinne der Range, der täte für mich ein bisschen besser passen, wenn der Nasdaq bis da hochkommt. Und dann da oben müsste man halt gucken, ob dann wieder die Range hält oder der Markt das wieder wegnimmt. Jetzt kommen wir wieder in diesen Preisbereich herein bei 35 da. Also den Long habe ich auch A nicht gemacht. Wie gesagt, ist mir zu hot. Ja, und man sieht, ja, der läuft das hier ganz kurz an und wieder runter. Ein paar Punkte. Ja, das ist mir einfach zu wild. Ja, die Märkte sind hier so ein bisschen im Orientierungsmodus. Die einen Einzelwerte fallen, die anderen Werte, die steigen halt und am Ende bleibt im Nasdaq gerade seitwärts zurück. Aber wie gesagt, ich bin halt nicht der antizyklische Trader. Nicht zwingend. Ja. Genau. Aber wer hier schnell ist, der findet sicherlich immer mal 10 Punkte. Ja. Muss man halt auch Lust drauf haben auf sowas. Aber man muss im Future kommt halt noch hinzu, ja, im Future muss man dann noch die Kommission dann halt noch abziehen. Und dafür kann man sich ab und zu halt den, oder wenn man halt limitiert handelt, den Spread halt sparen. So, ja, 15 Minuten Ballerei hier. So, machen wir hier den bei der neuen 5 Minuten. Kannst du mal das neue hier an, mal gucken. Und jetzt mal sehen, ob hier mit der neuen 15 Minuten Kerze jetzt nochmal Ballermann kommt oder nicht. Vielleicht würde ich es jetzt so machen, dass das hätte mir passen, wenn wir zumindest hier am Hoch oder nur leicht über dem Hoch drüber gehen und sofort wieder runtergehen, dann würde ich, sobald wir hier runterkommen, dann auch mal den Short Trade sicherlich dann hier unten mal nehmen. Ja, mal gucken jetzt, wie die Minute hier endet. Und das ist jetzt auch bei der hohen Wohle auch so. Ihr seht jetzt die 1 Minute, wie oft die Farbe hier wechselt, also wie oft die mal da oben war, jetzt bestimmt schon zum zweiten oder dritten Mal oben angestoßen und wieder gefallen. Das ist alles innerhalb der Minute. Also, ich weiß nicht, wie oft der jetzt die Minute hier, wenn ich das wahrscheinlich als Strecke mache, hat die allein die 1-Minuten-Kerze schon 30 Punkte Bewegung gemacht. Also, wenn man jetzt das auf und ab zählen würde. Also, ich könnte hier einen Sekunden-Chart anmachen, dann könnte man zusammenrechnen. So, jetzt gucken wir mal, ob hier der Trend weiter fortgesetzt wird. Also hier oben nichts Großes, Auffälliges. 46, 60 ist jetzt nicht viel. Also Apple marschiert auf alle Fälle ordentlich. Microsoft jetzt auch mit neuem Tageshoch. Ja, Microsoft hat ja gestern eine gute Nachricht bekommen wegen Activision Blizzard. Ah, okay. Weiß gar nicht, sind die All-Time-High? Das ist nicht so. Aber ich bin da nicht im Bilde bei den Einzelaktien, wo die genau stehen im Tagescharts oder so. Nee, doch nicht. Der verwechselt. Da hatten die das jetzt gehabt. Ja, ist auch schon ein bisschen her, ja.
Der Nels, der kennt sich nicht nur im Index aus, sondern auch bei den Aktien. Nur Microsoft. Ah. Nein, Quatsch. So, also am Tageshoch dran gewesen. Ja, also der, weiß nicht, ich kann damit gerade nichts anfangen halt. Also von der Struktur her, wenn man auf dieses Gezappel und so Lust hat, da zu versuchen, da 10 Punkte zu catchen, mag das sein, aber hier muss man halt jetzt auch überlegen, ja? Also die 10 Punkte kriegt man halt nur, wenn man jetzt überlegt, gehe ich am Hoch short oder setze ich dann da drauf, dass der Markt durch das Hoch durchgeht und dann weitergeht. Also worauf man durchaus setzen kann, jetzt hier oben merkt sich so ein bisschen auf der 50 und im Normalfall wird sowas nicht stehen gelassen. Also wer es auf sowas Bock hat, der kann durchaus versuchen, dass der Markt, so wie jetzt gerade, genau die 50 erreicht. Also die werden normalerweise nicht stehen gelassen, hat man jetzt gesehen, wie schnell das geht. Da muss man dann ganz schnell klicken und da kann man dann eigentlich 10 Punkte catchen. Ja, so bei sowas. War das jetzt dein Plop? Das war der Plop, war ein schöner Plop. Aber das hat man jetzt durchaus gesehen. Also hier fand ich jetzt ganz gut, wenn dann oben so Richtung 60, 90, 100 Kontrakte geht, der Markt lässt das ganz selten stehen, der will das haben. Ja, und 94 wurden hier auf der 50 getradet. Ja, und jetzt mal gucken, wo die nächsten hier 30 und so, das will alles gefressen werden. Dann könnt ihr jetzt bis 70 durch, da oben kommen wir, könnt jetzt so vielleicht nochmal 10 Punkte sogar direkt drauf squeezen, da kommen wir dann an das absolute Hoch dran. Also ganz gut, ich bin total froh, dass ich hier an der Stelle jetzt keinen antizyklischen Short Trade gemacht hätte. Das wäre jetzt mein Ausstopper gewesen, hier oben den Short zu nehmen. Das Gute war zumindest an der Stelle, dass wir auch das Tief der 1-Minuten-Kerze nicht unterschritten haben und jetzt kam hier der Plop. Also ich kann durchaus sagen, dass ich, ja, ich kann durchaus sagen, dass ich vielleicht, ich kenne mich ja, vielleicht den Trade zur 50, das wären vielleicht so 8 Punkte, versucht hätte und dann ist aber so, wenn der durch die 50 durchgeht, dann lege ich den Stop-Loss dahin und wenn es dann nochmal ein paar Punkte weiterzieht, ist okay, wenn nicht, dann gehe ich dann da raus. Also klar kann man jetzt sagen, hätte, hast ja nicht gemacht, also ist es das nicht, aber ich weiß ja, wie ich handle. Also gestern zum Beispiel, gestern Abend, habe ich auch so einen Trade gemacht auf so eine große Nummer, ja, also auf so einen großen Kontrakt. Wenn der Markt so 10 Punkte davor ist, lässt er das halt fast nie liegen. Und wenn ich dann da ein paar Punkte mir holen kann, dahin, ja, dann kann man das ja machen. Also das war jetzt zumindest so ein Beispiel dafür. So. Ja. Also, the power is on. Gut, was wäre der Best-Off-Szenario gewesen? Hier unten den Long im Sinne des Trendes zu suchen, das wäre der beste Trade hier gewesen. Ganz klassischer Einstieg im Trend. Ganz ehrlich, rein technisch gesehen, ein guter Trade hier unten passt mit den kleinen Durchschnitten, passt mit dem Unterstützungsbereich hier zusammen. An sich halt ein guter Trade. Aber mir war es hier einfach zu hoch, also von dem ganzen Gebilde zu wenig korrigiert. So, das ist der einzige Grund, warum ich den jetzt nicht gemacht habe. Zumal ja hier oben bis dato dann auch immer noch der Widerstand war bei der 33, war jetzt ein Grund, nicht zu klicken. In der Nachbetrachtung, wie es jetzt so durchgeschuckelt ist, wäre es halt ein Grund gewesen zu klicken. Aber weiß man ja erst nachher. Ja. Gut, also man lässt auf alle Fälle erstmal so weit wie es geht, das Gap hier offen und versucht dann hier gleich weiter zu squeezen. Ja. Naja. Ach so, war in einem, ja gut, ich erhört halt News. So, gucken wir mal jetzt, wie die erste volle Stunde oder die erste volle halbe Stunde hier im Nasdaq halt ausfällt. Mal gucken. So, das könnte jetzt vielleicht ein schöner Fehlausbruch auf der Oberseite werden. Also da nutzt jemand das neue Hoch, um erstmal massiv rein zu smashen. Wäre natürlich schön gewesen, hätte ich jetzt vorher genullt, da hätten wir mal gesehen, mit welcher Size der da
dass da runter ist. Also das heißt jetzt nicht so hoch, aber also schon hoch, aber mit welcher auf der Seite, ob da viel gelöscht worden wäre oder so. Aber das ist sozusagen einmal durchdrücken, bitte. Und gleich zurück. Hat gleich just wieder einer genommen zum Kaufen. Naja. Ja, Fehlausbruch direkt innerhalb der Minute. Was war das jetzt? Einmal in der Minute. In der Minute einmal 20 Punkte runter und wieder hoch. Also innerhalb einer einzigen Minute. Und weiter. Der wollte nur den EMA testen. Mein geheimnisvollen EMA wollte den nochmal testen und dann weg. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das direkt in der Minute wieder geholt wird. Ja, mich Für kriegt auch. Ja, Teilnehmer, die neu dabei sind, welche EMAs sind das? verrate ich doch nicht. Ja. 30 ist rot und 100 ist blau. Also man kann wahrscheinlich auch jegliche andere Einstellung nehmen, aber irgendwie aus einem gewissen Trendverhalten hat sich das so ergeben. Ich hatte mal ganz früher viele so eine Art Rainbow gehabt und auffällig war dann für mich zumindest, dass es im 1-Minuten-Chart, dass die 30 relativ gut gepasst haben, warum auch immer. Ja. Ich kann es nicht sagen. Es ist auch manchmal sogar so, und das glaubt man manchmal auch nicht. Es ist schade, ich habe jetzt hier, das hier unten gelöscht gehabt oder da war der da schon da unten. Aber ab und zu habe ich auch schon mal gesehen, dass genau an dem EMA, genau wo der ist, auch richtig dicke Orders liegen, aber ganz selten. Ja. Da würde ich dann sagen, oh, da handelt einer genau nach dem EMA 30. Aber ansonsten ist wackelt der Markt am Ende jetzt genau passend zu der Kerze. Aber das war jetzt schon nochmal ein krasser Schuss hier. Und direkt in der Minute Return. Ja, ich hätte nämlich sonst, wenn die Kerze unten geschlossen hätte, hätte ich nämlich angefangen zu erzählen, zu sagen, okay, mein Fokus liegt jetzt, nachdem hier diese Außenkerze verkauft wurde. Also wenn der die Minute unten geschlossen hätte, dann hätte man ja hier eine schöne rote Außenkerze. Und dann hätte ich gesagt, okay, jetzt gucke ich mal, wenn jetzt hier der Widerstand hält, dann wär ich gedanklich auf der Short-Seite gewesen. Aber hat der Markt mir ja gar nicht gegeben, diese Argumentationskette aufzumachen bis dato. So, neues Hoch, aber auch hier neues Hoch und direkt wieder ein Stück runter. So, mal gucken, was um 16 Uhr passiert. EMA, exponentiell. Es sieht ein bisschen schöner aus. SMA sieht teilweise dann so gezackt oder geknickt aus. Ich habe dieselben EMAs. Ja, sehr schön. Ja, also wenn der Markt anders wackelt, werden die nicht passen, ja. Aber wie gesagt, ab und zu passt das schon ganz gut. Zumindest ist es auch immer auch gut, sowas drinnen zu haben. Vor allem, wenn man auch zu sehr versucht, dann gegen den Trend zu handeln. Für antizyklische Trader durchaus auch mal ganz gut zu sagen, Mensch, ja, die gleitenden Durchschnitte, die laufen schön nach oben. Ich handle nur bis zu einem EMA oder ich versuche erst die Shortseite zu handeln, wenn der EMA kreuzt. Das heißt, da wird es ja dann so aussehen, der Markt fängt erstmal an zu fallen und dann kommt er wieder hoch und dann, dass man an so einem Punkt, wo kein neues Hoch mehr entsteht, dann versucht antizyklisch den Short da durchzugehen und plötzlich fangen dann die EMAs dann auch an zu kreuzen. Weil es dann halt runtergeht, dann wäre das schon eine Idee. Aber so kann man auch sagen, Mensch, wenn schon Short, dann nur neue Hochs. Und ansonsten muss man gucken, ob man die Long-Denkweise nochmal aufbekommt. Aber ich habe hier ganz ehrlich, ich kann hier oben nicht einfach long gehen, auf Verdacht, dass der halt jetzt noch das Jahreshoch sich jetzt holt auf die paar Punkte. Ich habe da kein Event. Müssen wir hier oben dann gucken, ob da irgendwie so ein 100er Block drin liegt, wo man sagen könnte, oh ja, den könnte man vielleicht noch ziehen. Die 70 wäre jetzt nochmal was. Ja, ihr habt ja gesehen, wenn es dann zieht dahin, das geht dann innerhalb von einer Sekunde. Wenn sie das machen, so wie vorhin mit meiner 50 da. War es die 50? Ja, die 50 unten, die 50 da. Da irgendwo hier ist unser.
Das ist jetzt schon mal ganz gut. Von unten müssen wir mal gucken. Das ist ja auch so eine Idee. Wenn es waren jetzt hier 67 Kontrakte, die da drinnen lagen, die werden weggenommen. Und da, wenn da jetzt nochmal ein paar mehr reinkommt, das wäre schon krass, weil dann würde man sehen, dass so weit oben immer noch Trader limitiert halt Long handeln, also immer noch Longs weiter aufbauen. Also der Plop an die 70, die 3 Punkte sollten jetzt eigentlich mal noch drin sein, oder da an die 60 Kontrakte da. Oder das ist einer da, der hat jetzt auf der 65 die 60 Kontrakte Limit beigenommen und es sind, stellt es ja auf der 70 wieder raus. 5 Punkte, 60 Kontrakte im Nasdaq Future wäre auch was, ne? 5 mal 60 mal 20, $6.000. Also ein $10.000 Trade. Ist ja für ein Insti jetzt ja nichts. So ein bisschen Spielgeld nebenbei wahrscheinlich. Ja, also man kann sich eigentlich, kann man sagen, dass, wie gesagt, große Voluminas heute im Nasdaq, früher haben sie sehr oft dafür gesorgt, dass Märkte da abgeprallt sind, richtig weggelaufen sind. Heute muss man echt sagen, werden sowas wirklich selten stehen gelassen. Also es kommt immer wieder vor. Es kann auch sein, dass das hier das Tageshoch jetzt war, unter Umständen, dass man es nicht holt, ja, an gewissen Marken. Aber sehr oft wird sowas einfach geholt. Und jetzt kommt danach dann oftmals dann nochmal so ein Push, so 3, 4 Punkte dann durch. Das ist so wäre ein ganz typisches Verhalten. Ja. Aber es mehrt sich hier oben, ja, so Richtung 80. Interessant wird es dann, vor allem wird es interessant, wenn hier die 80 Kontrakte verschwinden und plötzlich 10 Punkte weiter runtergehen. Dann merkt man, dass dann derjenige oder der Algo oder je nachdem, also wir sind ja meistens Algos, dass die dann ihre Limits dann runterziehen, weil sie dann nicht mehr die Limits sell, also die Verkaufsorder nicht mehr sehen, dass sie vielleicht gefüllt wird. Ja, und dann schieben sie das weiter runter. Das ist vorhin auch im Nasdaq passiert. Und kann vielleicht noch mal kurz das Bild hier zeigen. Hier vorne, das war hier auf der 15.400, die 107. Und dann ging es nach unten und dann auf der 83 lagen dann wieder 100 Kontrakte, die sind von oben verschwunden. Man hat derjenige dann 17 Punkte schon runtergezogen und von dort aus ist der Markt auch nochmal nach unten gedippt. Ja. So, also das wäre vielleicht jetzt sogar, also hier oben schon lange offen gelassen, muss man sagen. 70. Mal gucken, ob auf der 80 wieder was liegt. Ja, ah, nee, da liegt doch nicht so viel. Auf der 80, ja, nur 50. So. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man die 80 da, also die 15.074 jetzt offen lässt. Also wenn man da eine Limit Sell Order platziert, dann kann man auch schon ein bisschen im Strahl kotzen. Ja, wenn man da, wenn der Markt ja wirklich nur daran läuft, ja, man bekommt acht Kontrakte wurden gefüllt. Ja, 8 Kontrakte wurden gefüllt. Ja, das heißt, man hat dann nur einen Teil-Entry. Ich meine, der Algo hat ja keine Emotionen. Ja. Der handelt es ja einfach durch. So. Also dem ist das ja egal, ob der jetzt den Fill da bekommt oder nicht. Der sagt ja, ach du Scheiße, ich. Ja. So, vielleicht kriegt er ja jetzt den Fill mit 16:01. Da ist er. Hat er ihn gekriegt. Hat er ihn doch noch gekriegt. War vielleicht kurz Aufregung. So, neue Stunde. Ja, schon krass, wie es hier nach oben gezogen ist. Also ich komme da ganz schlecht bis gar nicht rein. Also muss ich ehrlich sagen. Letztens habe ich es zumindest mal geschafft, indem ich mir meinen Chart so hingezogen habe, dass ich das da unten nicht gesehen habe. Aber da gab es auch also schöne Rücksetzer, um da nochmal reinzukommen nach so einer langen Aufwärtsstrecke. Aber hier habe ich halt irgendwie ich habe keinen schönen Rücksetzer. Der einzige Rücksetzer wäre der hier gewesen, da unten. Aber ansonsten ist das ja alles so übereinander verschachtelt, verlappt. Ja, der Markt zieht mal hoch, mal runter. Habe ich nichts. Habe ich irgendwie nichts. Nichts Brauchbares, muss ich ehrlich sagen.
Und man muss ja darauf vertrauen aktuell, und das passiert ja ganz gut. Man sieht es ja hier, der Markt fällt ja entweder eine Minute, ja, eine Minute runter und die nächste Minute ja schon gleich wieder Konter. Hier mal eine Minute runter, dann seitwärts auch nochmal eine Minute runter und der Konter auch gleich wieder gekauft. Oder hier auch eine Minute runter und das Tief sogar hält, eine Minute runter, das Tief hält. Das waren jetzt mal 2 Minuten, das war ja schon außergewöhnlich, 2 Minuten runter. Und dann direkt wieder Konter. Also wenn man für sich das irgendwie verwursten kann mit dem Trade, dann ist es okay. Also ich sage mal so, ich bin jetzt nicht böse darum, dass ich den Long hier nicht getroffen habe und bin eher froh, dass ich zumindest kein Short Entry genommen habe im Widerstandsbereich, der ja hier oben durchaus war oder jetzt vielleicht auch im Widerstandsbereich, möglicherweise nach einem neuen Hoch. Ja, das könnte ja auch nochmal eine Idee sein, aber bis jetzt bin ich eigentlich ganz froh, dass ich kein Trade jetzt wirklich habe. In diesem 10-Punkte-Gewackel sicherlich, also wenn ich jetzt privat für mich handle, aber das ist auch eine andere Art des Handelns dann, also nicht eine andere Art, aber da bin ich, ich setze da nur meinen Gedanke um. Ja, so wie vorhin, das beste Beispiel war vorhin, wo ich die 50 gesehen habe und gedacht habe, das könnte was werden mit dem Push dahin. Da habe ich den Gedanken, also allein wenn ich den Gedanken ins Wort fasse, hätte ich schon klicken müssen, um da diese 10 Punkte zu catchen. Ja. So, hier im Webinar spreche ich das aus, was ich vorhabe, und da war es dann schon passiert. Gut, also was kann man sagen aktuell? Oben den 70er Block hier, den hat es nochmal gehalten. Die Kasse, die Einzelwerte in der Kasse, die sehen weiterhin, die zeige ich euch mal, auf die ich halt auch immer so ein bisschen drauf gucke. Und da sieht es wie folgt aus. Zeige euch das Ganze mal, wie es da ausschaut. Hole ich euch mal hier rüber. So. Was sehen wir? Wir sehen zumindest, dass bei Apple ein bisschen Schwäche reinkommt. Hier kann er aber auch nur ein Rücksetzer werden, der dann wieder gekauft wird. Bei Microsoft ging es halt hoch und auch hier sind wir jetzt erstmal so ein bisschen seitwärts. Auch da, solange da der Trend intakt ist, wäre auch da weiter aufwärts, was dann auch wieder positiv für weiter steigende Nasdaq wäre. Hier drunter Google, ja, die laufen hier schon länger seitwärts, aber auch noch nicht wirklich abwärts. Nvidia geht auch hier ziemlich steil, seit Eröffnung stetig nach oben. Tesla war etwas schwächer, kommt jetzt ein bisschen, falls die hier auch nochmal anziehen. Ja, wäre das auch im Nasdaq dann nur eine Zwischenstation und ja, die Amazon läuft ja seitwärts innerhalb dieser 1-Minuten-Kerze. Und so richtig abwärts, also der schwächste Wert vom Top aus gesehen, wäre jetzt aktuell die Apple-Aktie. Ja, die drückt dann so ein bisschen und das hat natürlich dann so ein bisschen auch Einfluss denn auf den Markt. Aber klar ist, wenn die anderen Aktien hier nicht mit nach unten fallen, dann wird es schon schwer. Ja, der Gesamtmarkt, da müssen schon ein paar mehr mit oder. Also was wäre die Möglichkeit der Korrektur? Als Beispiel, Nvidia hört auf zu steigen, Apple fällt weiter und eventuell Microsoft und Google haben ihren Widerstand erreicht und fallen dann auch, dann gibt es sicherlich nochmal einen schnellen Rutsch auch auf der Unterseite. Gut. So, also auch hier wieder, bis jetzt muss man sagen, wirklich krass, dass der Markt halt nicht runterkommt. Ja, also nur seitwärts läuft auf hohem Niveau. Wir laufen alles innerhalb dieser Außenkerze, auf die ich so ein bisschen jetzt so schaue. Also wir sind zwar schon drüber gewesen, aber jetzt im 1-Minuten-Chart wäre das für mich jetzt hier die Kerze. So in dieser Konstellation hier. Also solange die auf der Unterseite nicht gebrochen ist, kann es nochmal einen Schub nach oben gehen. Ja. Ja, ist schon brutal. Also da muss man wirklich. Da muss man Algo sein, dass man sagt, egal, ich gehe da oben long oder wenn nicht, dann gehe ich hier 2, 3 Punkte. Aber das macht jetzt im Mikro-Future mit den Kosten, die man hat, macht das keinen Sinn jetzt für mich so. Also möchte ich eigentlich schon mindestens versuchen, so 20 Punkte zu traden, aber das kriege ich hier nicht hin, also nicht in dem Chartbild. Ja. Also wird wahrscheinlich hier für mich, wäre es jetzt auch so, die Phase, oh, hier unten 145 Kontrakte und oben 60, mal gucken. Jetzt wird hier ein bisschen gefightet. 60 geholt. Oh, nochmal 60 rein. 100. Jetzt kommen wir an Algos. Battle Play. Also normalerweise ist es jetzt so, dass die erstmal hier unten, die erstmal so ein bisschen stützend sind.
Die werden aber, wenn es jetzt dran gehandelt wird, wichtig wird mal werden, wenn die jetzt gehandelt werden, wie weit es runter geht. Ne? Und durch. So. Und jetzt kommt es aber an, ob da jetzt der Markt dann drüber bleibt. Dann könnt ihr das nächste zünden. Wenn jetzt hier oben, also wenn der Markt hier nicht mehr drüber kommt, also jetzt nicht mehr über die 64 drüber kommt, dann gebe ich dem Short durchaus, also 64, 54, direkt wieder hochgeholt und wieder der Hand hier aufgehalten, 300 Kontrakte, krass. Also von 64 bis 54 sind 10 Punkte. Das ist im Nasdaq nicht viel, also wahrscheinlich auch nicht für die Algos. Und das wollte ich gerade ausführen, dass wenn der Markt unter der 64 bleibt, also von der 64 durch die 54 fällt und dann unter der 64 bleibt, dann hätten wir durchaus einen Verkäufer hier oben. Und wenn dann der Limit-Käufer hier aufgeben würde oder nicht mehr reinstellen würde, dann hätte der Markt auch das Potenzial mal zu fallen. Aber das ist ja hier schon so brutal. Brutalowski. Naja, bin ganz froh, dass ich keinen Trade gemacht habe. Ja, oder anders ausgedrückt, guck mal hier, jetzt 267. Also da ist jemand richtig dick dabei. 260 Kontrakte, jetzt zieht es den wieder runter zu dieser großen Order wahrscheinlich hin. Die will geholt werden. Mal gucken, ob sie sich jemand holt. Und wenn nicht, dann pusht der Markt halt ohne, lässt er das offen und pusht dann erstmal hoch, bevor es wieder runter geht. Ja, und im Sinne der ganzen Charttechnik ist es hier so, dass es halt einfach ein krasser Trend ist. Ja. Jetzt sind wir am Jahreshoch im Future dran. Ich weiß gar nicht, wie es im US Tech dann ausschaut. Ja. Der ploppt noch. So, 85, 80er Bereich. 80 bis 90 ist dann so. 85 das wäre eigentlich so ein Trade. Mal gucken, wenn man jetzt hier eine Limit Sell auf die 80 gelegt hätte, ob der als Block Trade und Ende mit so 10, 15 Punkte Stop Loss mal durchgegangen wäre. Wenn nicht, dann weiß ich, da habe ich heute in dem Markt nichts zu suchen. Ja. Ja, jetzt kriegt der Panik, dass der nicht gefüllt wird. Ey, das muss man sich auch mal reinziehen. 270 Kontrakte hier hochzuziehen um 15 Punkte oder was waren es gewesen? Nur, dass man gefüllt wird. Also da hat jemand auf alle Fälle gerade mal Panik. Ne? Ja, wurde gefüllt. Also da merkt man schon, da haben auch Institutionen jetzt hier auf alle Fälle ihre Problemchen. Ich meine, das Schöne ist, der Nasdaq ist so liquide. Ja, man bekommt halt immer mal den Füll von 300 Kontrakten. Aber man sieht schon, dass da bei der Action hier schon auch so leicht ja, Panik auf der Titanic ist. Und die Jungs auf alle Fälle hier ihre Fills brauchen und auch bereit sind, die Limits dann zu verschieben. Kann natürlich sein, dass da unten das Limit mit den 200 Kontrakten, weiß jetzt nicht, wo das war, hier unten, dass das nochmal auftaucht und drinnen bleibt. Aber das ist hier wieder genau sowas. Auf der 85. Mein Stop wäre der gewesen. Noch nicht bei 15 Punkte. Aber wirklich unter die 80 ist er auch nicht drunter gegangen. Also von daher, ich bin ganz froh, wie es ist. Da oben prozyklisch long kann ich nicht. Ganz schwer für mich auch. Ja. Also das kriege ich nur hin. Irgendwie hätte ich dann davor mal Gewinn haben müssen heute schon, dass ich dann dabei bereit bin, das Risiko. Aber das wäre jetzt für mich ja im Webinar auch für heute somit der erste Trade gewesen und ich habe zwar kleine Trades gemacht, aber jetzt nicht wirklich Gewinn, dass man sagt, ich habe ein gewisses Puffer und das Puffer setze ich ein, um halt hier diesen krassen Trend halt mitzureiten, solange es halt geht. Ja, Kopf ausschalten und mitmachen. Aber wenn es immer der erste Trade ist, habe ich wahrscheinlich das Gefühl, wie viele andere vielleicht auch, ich weiß es nicht, zu sagen, man kann sich das nicht vorstellen, dass das Ding halt weiter steigt und steigt. Klar, jeder, der Prozykliker ist, der kann sich das vorstellen, aber ohne Korrektur ist es halt immer irgendwie schwer. Ich weiß nicht, wie euch es geht, könnt ihr ja gerne mal reinschreiben, ob ihr mit diesem starken Anstieg ohne Rücksetzer klarkommt und ob ihr da mit dem Trend handelt oder eher dagegen. Könnt ihr ja gerne mal reinschreiben. So, dann würde ich an der Stelle nochmal kurz, also ich mache hier keinen Trade, ich würde wahrscheinlich hier, also was ich machen werde, ist, ich werde heute Abend nochmal gucken, wie es ausschaut. Wenn dann das Chartbild sich so weit geformt hat, dass man vielleicht dann dass man irgendwie eine Struktur sieht,
die ausgebildet ist, und dann vielleicht am Abend findet sich dann ein schöneres Chartbild wieder oder eine andere Struktur, mit der ich vielleicht auch was anfangen kann. Aber sowas würde ich dann einfach auch vom Rechner gehen. Also bis jetzt ist es ja nur so Außenkerzengeballer. Also ich meine, ich bin ja auch ein Freund davon, vielleicht, das fällt mir so ein. Ich meine, ich handle das ja auch immer mal gerne so Außenkerzen und einen Rücklauf, ja, um hier Limits reinzulegen und dann along zu kommen. Aber nach diesem Anstieg ist mir das halt irgendwie too much. Ja. Da kann ich das nicht. Oder ich will es nicht, sagen wir es mal so. Ich bin dabei long, hat gerade jemand geschrieben. Ja, sehr schön. Am Ende ist es auch so, am Ende ist ja auch da oben long zu gehen, nur ein Trade von vielen. Ja, und wenn der ausgestoppt wird, ist halt auch noch normal, ja. So, aber was halt hier schon spannend war, dass wirklich hier oben jemand da bei 85 da sich füllen lässt mit einer Limit-Buy-Order. Und eine Limit-Buy-Order ist ja in dem Falle ja auf alle Fälle ein Long-Entry, weil Short kann es ja nicht sein auf neuem Hoch. Also von daher, das ist schon FOMO auch von institutioneller Seite gewesen gerade. Ja. Die haben halt ein bisschen größere Stücke. Ja. Und der hier oben gegen den FOMO Long Trader im Insti halt dagegen Short reingegangen ist, der hat jetzt erstmal das auf seiner Seite. Ja. Also das war auf alle Fälle, das ist so, also die, das haben wir ja live hier im Webinar gesehen, diese 260 Kontrakte von unten nach hoch zu holen. Das ist schon Verzweiflungstat. Die Struktur ist doch sichtbar, steigende Hochs und steigende Tiefs. Das stimmt. Ja? Also die Struktur ist sichtbar. Die Frage ist ja nur bei dieser Struktur, wo, also was ich halt gerne möchte, ist, vielleicht das nochmal zur Erklärung, von meiner Gedankenwelt, ich möchte hier so einen Raum haben, also hier, dass der Markt halt eine Korrektur macht, um dann im Trend genau diesen Platz, also diesen Bereich, den es vorher korrigiert hat, wieder auszufüllen. Also auch hier. So. Und hier ist ja kein Raum mehr. Also hier ist es ja nur hoch, seitwärts, hoch, seitwärts, hoch, seitwärts. Da fehlt mir halt ein Rücksetzer. Und das ist für mich dann, wo ich dann für mich gar nicht weiß, wo ich jetzt auch im Candle-Chart. Klar, könnte ich jetzt sagen, ich klicke halt hier irgendwo, der wird schon weiter steigen, bevor er fällt. Aber das ist jetzt für mich kein Setup. Also, oder kein, also ich habe gar keine Kriterien dafür, da jetzt reinzukommen. Die einzigen Kriterien, die ich jetzt dafür hätte, wären, dass ich sage, ich lasse mich hier, was ich jetzt, ich mache es mal eher Objekte. Ich will hier die Eigenschaften. Ich mache das mal grün. Das ist das einzige Kriterium, was ich für mich jetzt habe. Ich habe sonst keinen Plan, aber ihr könnt mir ja schreiben, wie ihr da reinkommt. Also, ich meine, kann ja auch nur lernen. Ja, so. Also, ich habe gar kein Kriterium. Das eine Kriterium, was hier wäre, wäre zu sagen, ich gehe, oh, jetzt habe ich es gelöscht. Nee, doch nicht. Ich gehe in dem unteren Drittel einer so einer Außenkerze long. So. Würde bedeuten, ich hätte einmal einen Long Trade mit Limit hier gehabt und jetzt hier irgendwo, so da. So, da wäre ich jetzt long. Der Long hier, der wäre wahrscheinlich dann raus, oder ich hätte am Hoch was rausstellen müssen und hätte es vielleicht dann hier nochmal versuchen können, wenn ich sage, okay, das hält halt wirklich. Ja. So. Das wäre jetzt das einzige Kriterium, was ich hätte. Hier in diesen unteren Drittel der Außenkerzen sehr aggressiv zu versuchen, long zu kommen. Ein anderes Kriterium habe ich nicht. Ja. Also wie gesagt, da fehlt mir der Ansatz, also das, wo ich klicke, also eine Bedingung, ein Regelwerk, ein Signal halt, dass ich das klicken kann. Die Struktur, also das ist immer das eine. Die Theorie ist die Struktur ist ganz klar. Ja, also die ist offensichtlich, ja, sehr schön trendig. Ja. Aber wie kommt man rein in die Struktur? Das ist dann die zweite Frage. Und dafür brauche ich halt ein Setup, ein Regelwerk, eine Bedingung, die erfüllt werden muss, damit ich das halt handeln kann. So, und das fehlt mir. Ja. Einfach an einem Hoch raus, also an einem Hoch long zu gehen, kommt für mich überhaupt nicht in die Tüte.
Das kommt für mich nicht in die Tüte, weil wenn doch die Korrektur kommt, ist der Stop zu dem, was ich dann erreichen kann, viel zu weit weg. Das mag heute, hätte es funktioniert, am Hochlong zu gehen, aber wahrscheinlich an ganz, ganz, ganz vielen anderen Tagen geht der Markt über den Hoch drüber und dann kommt erstmal deutlich Korrektur und dann sitzt man ewig in einem Long Trade drinne. Das waren so meine Anfangsjahre und wartet dann, dass der Markt halt wieder weiter steigt. Und wenn er dann nicht steigt, dann ja, gute Nacht. Ja. Aber für euch, vielleicht ist es ja ein interessantes Vehikel, das mit diesen Außenkerzen, ich habe es jetzt hier mal markiert, ja, da zu gucken, wie die korrigiert werden und das immer auch ein Zeichen. Ja. Ich meine, in der Nachbetrachtung wäre natürlich das schon auch ein geiles Zeichen gewesen, aber wie gesagt, das ist eher ein Wunschdenken, hier an der Limit Buy an diesem gleitenden Durchschnitt zu haben. Ja. Ich meine, kommt auch immer mal wieder vor, dass ich sowas auch mache. Aber das hätte ich jetzt bei dem Anstieg nicht gemacht. Das wäre mir auch zu hoch gewesen. Aber wenn ein Markt von weit unten kommt und ich noch Potenzial auch nach oben sehe, dann kann so ein Trade durchaus schon mal auch vorkommen. Das kann schon mal passieren. Aber mache ich auch eher selten. Heiko, ich bin mit dir d'accord. Heute Morgen schon genug passiert und kein klares Zeichen. Ja, schon krass, ne? Wie das zieht. Der Zug hat keine Bremsen, fällt mir immer. Ja, oder the sky is the limit, fällt mir da vor. Jo, 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 jo. So, gibt es hier oben, oh, hier gibt es noch einen Abräumer auf der 15.500 unter Kontrakt. Wer möchte sie haben? Wer will noch nicht? Wer hat noch nicht? Da, zack, und geholt. Ja. Das wäre jetzt auch nochmal so ein Trade. Ja, das ist alles so im Millisekundenbereich, ne, dass das Ding dann so pusht. Also als Algo ist man da natürlich dann schon wesentlich schneller, ne? Limit Sell jetzt drinne, hier 2x30 Kontrakte raus und dann ist die Position schon wieder flat. Heiko, eine Frage: Warum hast du den Rebreak des EMA genommen vor dem Hammer? Was ist denn Rebreak? Da weiß ich jetzt nicht, was damit irgendwo das rein ist. Genau, ich trade hier meine Futures bei FX Flat, genau. Ich habe aber, muss ich auch fairerweise sagen, noch einen anderen Account. Ich habe gerade einen Funded-Account und da handle ich auch Futures, da ich so mir mal so einen 150.000 Dollar Account geschnappt, den ich gerade. Ja. Bei AMP war ich früher nie. Ich war bei Ninja Trader. Also ich hab auch noch einen Account bei Ninja Trader bei Dormant Trading, habe ich noch einen Account. Die sind aber heißen jetzt, mittlerweile ist es jetzt, ja, genau. Und jetzt habe ich einen Prop Trader Account, wo ich noch auch Futures handle, also aktuell vermehrt dort handle. Genau. Da habe ich ein bisschen anderes Risikopuffer bei 150.000 und 4.500 Dollar Drawdown. Ja. Neunte Kerze von vor dieser. Ach so, den hier, da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, wahrscheinlich hier diesen Entry. Also den habe ich, glaube ich, wenn das der Entry ist, ja, das wäre der einzige Entry gewesen. War mir aber zu hoch als Korrektur, weil es im 5-Minuten-Chart nur einfach paar 5 Minuten seitwärts waren. Wir gucken uns nochmal hier diesen Punkt hier an. Ich mache mir hier einen Strich rein im 5-Minuten-Chart. Genau, also das war, genau. Ich glaube, das hatte ich auch schon erklärt, das wäre der einzige Entry gewesen, den ich hätte nehmen können. Und jetzt gehen wir mal in den 5-Minuten-Chart rein. So, und so sieht das halt im 5-Minuten-Chart hier aus. Und die Erklärung, warum ich den halt nicht genommen habe, warum bin ich nicht so, war, aber wie gesagt, erkläre ich das ja gerne nochmal. Da, wo der Strich ist, das wäre der Entry gewesen. Wir hatten hier die erste schwarze 5-Minuten-Kerze, die über dem Hoch verkauft hat. Und ja, wie gesagt, für mich jetzt im 5-Minuten-Chart, woraus ich eigentlich den Trade ableiten möchte, in der Mehrzahl der Fälle, also rein im 1-Minuten, rein technisch wäre das der Entry gewesen, genau richtig. Und im 5-Minuten-Chart war hier das für mich noch keine Korrektur. Und von daher habe ich den Trade halt nicht genommen. Ich hätte halt gerne irgendwie gesehen, dass der Markt nochmal tiefer kommt, dass ich halt mehr Korrektur bekomme. Das hat der Markt mir nicht gegeben.
Wir sehen seitdem, klar ist die Struktur ja aufwärts. Ja, und deswegen habe ich den Trade halt nicht genommen. Das ist der Grund, ja. Das ist ein. Aber auch hier sieht man jetzt in der Nachbetrachtung, passt es zumindest mit der Außenkerze, ja. Also hier diese Außenkerze. Im 5-Minuten-Chart, die gehalten wurde hier unten, ja, wenn man so möchte, die ja gehalten wurde. Ich hätte halt gerne irgendwie ein bisschen Korrektur oder zumindest das Reinlaufen in dieses Tief hier gerne gesehen. Aber wie gesagt, das ist mein Wunschdenken gewesen, hat der Markt nicht gemacht. Und hier oben überall reinzukommen, ich habe einfach kein Regelwerk. Ich muss da zugucken. Ist auch für mich nicht schlimm. Also was ich auf alle Fälle nicht habe, ist zu denken, okay, ich wäre dort long und habe jetzt verpasst. Und also so eine Denke gibt es bei mir nicht, dass ich sage, da wäre ich long. Habe das verpasst, 60, 70 Punkte, zumal das sind hier, also das ist zwar 70 Punkte leicht gesagt, weil da wäre ich sowieso nie durchgekommen, weil das sind 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 Minuten in einem Trade, kommt bei mir auch äußerst selten vor. Aber mal als Beispiel, man sagt, ah Mensch, habe ich jetzt 70 Punkte verpasst, mal im Mikro sind es nur 2 Dollar, also 150 Dollar verpasst. Mist. Ja, Mist, das würde ich nie sagen, weil das heißt auf gut Deutsch, hinten raus, ich wäre ein Loser, ich kann nichts und beim nächsten Mal versuche ich es und dann versucht man es vielleicht in einer Situation, wo es nicht passiert. Ja, und dann ist man 10 Punkte vorne und wird ausgestoppt mit plus 1 und dann sagt man sich wieder, Mensch, warum bin ich nicht bei plus 10 rausgegangen? Naja, weil man ja davor ja eigentlich die plus 70 verpasst hat und das führt dann in Summe dazu, dass man sich eigentlich selber immer schlecht macht. Ich lasse das Ding hier einfach durchlaufen und ich habe hier keinen Trade und das ist so. Und von daher kann der Markt von mir aus 200 Punkte laufen. Ich sag mal so, das Einzige, womit ich dann so ein bisschen Wohlwollen habe, ist dann bei sowas zu sagen, naja, gut, das ETF-Depot, das geht halt nach oben. So, das ist das Einzige. Aber auch wenn es runtergeht, dann denke ich nicht an mein ETF-Depot. Aber ja, prinzipiell ist das halt natürlich dann schon das, womit ich dann mich begnüge. Aber prinzipiell brauche ich ein Signal, eine Struktur, ein Setup, ein Stop-Loss, muss halt alles passen und das habe ich halt leider hier nicht vorgefunden und deswegen gab es jetzt hier keinen Trade für mich. Ja, das ist die Begründung dazu und ja, das da unten, das war der einzige gute, aber der wäre wahrscheinlich dann auch von hier, der wäre hier raus gewesen, spätestens in dem Stop-Loss hätte es mich definitiv gekillt. Also mit der 1-Minuten-Kerze hätte es mich auf alle Fälle gekillt, entweder hier oder hier. Also ich wäre weiter gar nicht mit hochgekommen. Also diese 1 Minute, das weiß ich zu 100%, die hätte mich gekillt. Ja. Also im 1-Minuten-Chart. Definitiv. So, jetzt können wir nochmal gucken. Hier, jetzt haut jemand drauf. Oh, hier unten hätte schon 500 Kontrakte hier auf der 82 getradet auch wieder. Und hier auf der 85 500. So, jetzt gucken wir mal hier, wie es runtergeht. Löschen wir mal. So, gleich erste Stunde rum. Wir sind hier im 30-Stunden-Chart. Kriegt jetzt, sieht ähnlich aus noch. Achso, ist ja erst der Beginn, ist erst die erste halbe Stunde der 9 Stunde. Deswegen sieht das gleich aus. So. So, was man jetzt gerne sehen möchte, also für die, die short sind und die halt die Möglichkeit haben, so einen Orderflow zu sehen, wäre, dass wir hier zum Beispiel so wie hier so 60, 70 Kontrakte oder auch mehr oder viel mehr Kontrakte sehen, aber der Markt die nicht mehr rausnehmen kann und dann halt fällt. Ja, das wäre jetzt in der Abwärtsbewegung das Ideale, wenn jetzt hier der Markt sowas stoppt und dann fällt. Das wäre perfekt. Ja, dann wären zumindest leicht die Verkäufer im Vorteil gegen die aggressiven Käufer, die sich hier dagegen stellen und wenn das nicht mehr rausgenommen wird, aber wie gesagt, in einem Trend wird ja sowas auch immer wieder rausgenommen, aber das wäre halt ideal für die Short-Seite. Also von welchem Level auch immer aus man denn das sieht dann. Ja. Gut, mal gucken, was hier am EMA passiert. Und kommt schon wieder einer rein. Eieieiei. So. Ich wollte am Ende noch mal ganz kurz mit euch auf den DAX blicken. Uff, der DAX. Holy moly. 16.030. Also, ja, das ist, wir haben ja im DAX, und das
Am Ende passt es ganz gut. Und zwar, wir haben ja diese vom 1.7. diese stetige Abwärtsbewegung gesehen, Periodentrennung hier rein, so. Hier im Stundenchart die stetige Abwärtsbewegung gesehen. Und was halt hier ja auffällig war, ist ja auch, da ist der Markt nur seitwärts gelaufen, runter, dann leicht abwärts, dann hier ein bisschen steiler, wieder ewig seitwärts und dann hier dieser Donnerstag letzte Woche so richtig steil runter. Das ist eigentlich kein schöner Trend im Sinne von Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Ja. So, jetzt heute weiß man natürlich, dass der Markt jetzt hier nur kein Anstieg, also nur, vielleicht hat hier auch jemand erwartet, der Markt steigt so viel an und fällt dann nach unten durch. Ja. Oder er hat die Tendenz, und bei so einer Struktur ist die Tendenz, ich tue mich da auch immer schwer, das auszusprechen und sagen, bei so einer Struktur hat der Markt eher Tendenz, das komplett zu reversen, weil halt das keine wirklich schöne Struktur halt ist. Und jetzt sieht man, dass wir es doch relativ weit hier korrigiert haben und auch hier die Chance haben, in Richtung der Hochs halt hier wieder zu laufen oder hierhin. Und dass wir das halt echt ausreizen. Also das, was wir ausgereizt haben, für mich waren heute die 15.923, das war hier dieser Bereich, wo wir 61% korrigiert haben. Und wenn jetzt der Markt noch beschleunigt, könnten wir theoretisch auch morgen dann schon noch eine richtig starke Woche sehen, nach der schwachen Woche letzte Woche. Wenn wir, und das sieht ja hier schon so ein bisschen nach V-Formation aus, also wenn ich das mal so einzeichne, so, und bis jetzt hier sieht das ja schon mal so tendenziell nach V aus, oder vielleicht so ein geschriebenes V, so. Ja. Oder ich sage immer, bei so einer V-Formation ist es oft so, ich würde das jetzt hier im Stundenchart nicht handeln. Wenn es denn so aussieht wie eine V-Formation, ist es schon so, dass wenn der Markt zu 61% korrigiert hat, sehr oft das Potenzial besteht, diese Bewegung zu komplettieren. Es muss natürlich aussehen wie eine V-Formation. Ich sage mal so, das hat ja eigentlich schon mit dem starken Anstieg heute schon da auch das Potenzial von so einer V-Formation. Das Ziel nach oben wäre dann das absolute Hoch, die V-Formation hier zu komplettieren. Und nach unten hätte man den Stop-Loss entweder am 50er oder am 38er. Ihr seht, bei beiden wäre das Chance-Risiko-Verhältnis auf alle Fälle positiv. Man könnte, wenn man den CRV so ziemlich von 1 haben möchte, könnte man an dem 61er auch bis zum 76er traden mit dem Stop-Loss am 50er. Aber das wäre jetzt die Idee, dass wir hier versuchen, das V komplett aufzubauen, also raus oder zu komplettieren. Wäre jetzt nichts Außergewöhnliches. Also täte hier passen. Ja. Hier war es so, da sah es eigentlich auch ganz gut aus mit dem V und da ist dann der Markt abgebrochen. Das wäre dann so das Negativbeispiel. Ja, also hier auch. Ja, muss man ja fairerweise sagen, ist es ein V oder ist es nicht? Hier haben wir halt 2, 3 Tage oder 2 Tage Seitwärtskonsolidierung gehabt. Es sieht dann schon nicht so aus wie ein V. Hier sieht es aus, dass der Markt halt eher tagtäglich ja gestiegen ist bis jetzt. Das sieht schon mehr nach V aus. Aber hätte man hier das genau auch unterstellt mit der Idee, wäre der Trade dann entweder hier oder dann auch hier ausgestoppt worden. Das muss man ganz klar sagen. Also Positivbeispiel vielleicht jetzt mit der aktuellen Variante oder Negativbeispiel. So, wahrscheinlich wird es den einen oder anderen Trader noch geben, der hier nochmal eine Trendlinie drüber legt. Hier halt den schrägen her will ich. So, wie sieht es da aus? Oh, jo. Ja, sah auch ganz gut aus. Kann man auch bald hin. Gut. So, the sky is the limit, würde ich mal sagen. Kann man jetzt Short gehen? Also ich würde bei Short gehen wirklich darauf warten, bis der Markt halt. Na? Also ich würde beim Short wirklich, also bei sowas warte, also gibt es zwei Möglichkeiten, es gibt schon eine Möglichkeit, einen Short zu handeln. Also wie kann man einen Short handeln? Also Minimum wäre, das wäre hier die kleinste Mini-Umkehr. Das hier. Also hier drunter einen Short oder man wartet ab, wenn der Markt hier runtergebrochen ist und falls man nicht in eine Falle laufen will, wartet man ab, wenn der Markt von dort aus wieder ansteigt und solange er das hochhält, könnte man hier oben dann auch einen Short suchen. Also das ist eine Möglichkeit für einen aggressiven Short. Also entweder auf den Durchbruch hier spekulieren, darauf spekulieren, dass der Markt das Tief
bricht, aber das ist halt auch gefährlich, weil in dem Trend wären diese Tiefs nicht gebrochen und wenn er das Tief gebrochen hat, dann hochkommt, dann würde ich hier nochmal einen Short nehmen. Anders, und das muss man sagen, hat der Nasdaq heute auch nicht wirklich gut gemacht, immer bei einem neuen Hoch unter dem Tief einer 1-Minuten-Kerze einen Short zu versuchen. Also hier macht der Markt neues Hoch, darunter einen Short-Trade. Hier macht der Markt neues Hoch und dann wäre hier drunter der Short-Trade, der wäre aber auch nicht aufgegangen. So, hier läuft der Markt, macht neues Hoch, macht neues Hoch, macht neues Hoch. Ja, stetig höher und hier unter dem Tief einer 1-Minuten-Kerze nochmal einen Short, der Stop-Loss immer da drüber, dann wäre man hier mal 2 Minuten nach vorne gekommen. Also so kann man sich überlegen, ob man da mit den Shorts reinkommt. Also immer nach einem neuen Hoch die Shorts dann unter dem Tief einer 1-Minuten-Kerze zu suchen. Ja. Wird man nach oben hin sicherlich ein paar Mal ausgestoppt, aber wenn der Markt dann mal einmal eine Korrektur einleitet, dann ist man mit dabei. Also das sind so die drei Möglichkeiten, wenn man unbedingt einen Short sucht. Ja. Ja. So, jetzt haben wir hier das letzte Tief gebrochen, sind am EMA. Und jetzt müsste man mal gucken, ob jetzt der Markt dann halt hier wirklich runter will, ja, oder runterkommt, runtergelassen wird mit den Kontrakten auch. Und dann wäre zumindest mal ein bisschen Potenzial auf der Unterseite vielleicht hier möglich. Ja, ja im 5-Minuten-Chart, das ist, ach hier. Schaut, gut, habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, im 5-Minuten-Chart, das ist ja eigentlich genau die Kerze. Ich habe doch vorhin euch den Short Trade gezeigt und das wäre halt auch eine Möglichkeit. Also den Short da oben. Erinnert euch an das Bild, was ich euch heute gezeigt habe. Hier nochmal die Kopie. So, da ist die Kopie im 5-Minuten-Chart. Da ging es halt auch immer hoch. Hier nochmal, also am Hoch. Da oben, der Markt geht über das Hoch drüber, macht kein neues Tageshoch und dann hier drunter der Short. Ja, also ich habe dann Market geklickt. So, also es das heißt, der Markt geht hier drüber und da müsste man gucken, wo jetzt die 1 Minute war und da, das wäre ein Short Trade für mich gewesen dann. Was rausgekommen wäre, weiß ich nicht. Gleich plus minus null, vielleicht ein Plus mit TP. Da mache ich mal hier nochmal so. Also, das heißt hier, das wäre dann der Short gewesen. Also hier. So. Und da muss ich dann logischerweise drauf setzen, zwingend, dass das Tief halt gebrochen wird. Ja, aber das war jetzt hier genau nochmal die Situation. Ja, über das Hoch der 5-Minuten-Kerze drüber und dann weg. Also, das wäre hier für mich durchaus ein Short Trade, der hier. Also, wer unbedingt jetzt wissen will, wo wäre denn Möglichkeiten? So, mal gucken, wie es dann weiterläuft. Ja, im 1-Minuten-Chart wäre ich jetzt Break, also plus minus null könnte ich den Trade vielleicht setzen und müsste jetzt überlegen, ob wir hier jetzt wirklich schaffen, diese Struktur hier umzudrehen. Also, dass wir das Tief, dann machen wir es mal anders so, löschen. Also, wir müssen jetzt hier im 1-Minuten-Chart das Tief unterschreiten, das Hoch und dann wäre es okay, dann wären wir in der Korrektur drin. Also, das sind die reinen Short-Setups, die da möglich wären. Ja. Also Sell Stop unter dem Tief, nochmal alle drei. Sell Stop unter dem Tief, eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, nachdem im 5-Minuten-Chart ein Hoch überschritten wird und dann fällt der Markt, dann wäre hier ein Short. Dann auf den Durchbruch, wenn man darauf setzt, dass mal ein paar Longs ihre Stops ziehen, ein prozyklischer Trade und in der Folge. Wenn jetzt der Markt aus einem Unterstützungsbereich nach oben kommt, relativ nahe wieder ans Hoch kommt, oder vielleicht gibt es dann auch nochmal das mit der 5-Minuten-Kerze, dann würde hier oben, wenn der Markt dann wieder anfängt zu fallen, dann nochmal ein Short Trade möglich werden. Also das wären jetzt alle möglichen Entries, die man da so suchen kann, wenn man es unbedingt handeln möchte. Ja, bis die Korrektur beginnt, wird es nervig. Zerrig, weil viele Trades ins Plus laufen, dann wieder ausgestoppt werden, weil es dann doch nochmal höher geht oder nicht ganz hoch geht oder eine Range wird oder was auch immer. Ja. Bis zu dem Zeitpunkt, wo es wirklich dann fällt. Wo das ist, keine Ahnung. So, für Trendtrader wäre das jetzt hier in dem Bereich sogar ein klassischer prozyklischer Long Trade. Aber habe ich jetzt auch keine Lust drauf. So. Also, das ist zumindest der Trade, der, wenn man den hier nimmt, also hier in diesem Bereich, Long, und man unterstellt, dass der Markt bis zur vollen Stunde, bis 17 Uhr nochmal ansteigt,
und hier nochmal diese Widerstände hier rausnimmt und so einen Verlauf halt hinlegt, prinzipiell das macht, bevor er hier nochmal runterfällt, dann wäre das halt der mögliche Trade. Und da muss man jetzt gucken, wie gesagt, aus dem 1-Minuten-Chart wäre das okay. Die Gefahr aber ist immer wieder im 1-Minuten-Chart, dass man so eine Signale hat, die vielleicht heute funktionieren, aber die oft auch nicht funktionieren, weil es in einer Idee darüber, also da, wo man das Signal haben möchte, im 5-Minuten-Chart, das gar nicht gekommen wäre, weil wir hier nur Seitwärtsgedöns haben. Also hier im 5-Minuten-Chart haben wir noch gar keine wirkliche Korrektur. Ja, ist ja bis jetzt alles nur ja, leichter Rücksetzer, aber jetzt nicht wirklich Korrektur. Deswegen, ich bräuchte es halt mindestens im 5-Minuten-Chart eigentlich, um dann das zu handeln. Oder ich vertraue der 1-Minuten-Struktur, dass die halt durchgeht. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir, also da muss man wirklich den Kopf ausschalten, sagen, ich handle das technisch jetzt durch und Stop-Loss ist für mich, gehe ich mit rein. Man muss halt sehen, was der Markt jetzt hier schon geleistet hat und muss dann immer fragen. Ich weiß, dass, natürlich weiß ich das auch, dass der Nasdaq unendlich weit steigen kann. Ja. Aber ich muss dann halt immer die Frage halt aufmachen. Selbst von den Zahlen aus gesehen, ist der Markt jetzt zu 207 Punkte gestiegen, hat bis jetzt eine Korrektur hingelegt von Maximum 30 Punkten und kann ich jetzt sagen, dass nach 30 Punkten Rücksetzer der Markt jetzt weiter steigt? Wenn das wirklich ein krasser Markt heute ist, dann reichen 30 Punkte Rücksetzer aus, um neue Hochs zu machen. Das ist so. Also ihr müsst euch nur jeden krassen Trendtag im Nasdaq mal angucken, dann wäre das schon auch eine Möglichkeit für einen Long Trade. Ja. Die Shorts, die hier nach den entsprechenden Systemen aufgemacht werden, die werden dann halt wieder ausgestoppt und dann probiert man es halt von neuer Höhe. Also jetzt für einen neuen Short kann man auch sagen, ich warte erstmal ein neues Hoch überhaupt ab. So. Gut, dann wäre ich eigentlich soweit durch für heute. Ja, wie gesagt, der DAX, der hat auf alle Fälle richtig auch gut Strecke gemacht. Ich habe jetzt den Analysechart vom anderen Broker, wo ich sonst das analysiere, gar nicht offen. Aber können wir mal kurz auf meine Seite gucken. Aber soweit habe ich, glaube ich, heute gar nicht nach oben geguckt. Hier vielleicht nochmal der Hinweis auch zum Ende, wenn ihr ein Konto eröffnet bei FX Flat, dann habt ihr die Möglichkeit, hier auch ein kostenfreies Erstgespräch plus Coachingstunde mit in Anspruch zu nehmen. Das nutzen auch mal ganz gerne Leute. Ja. Und gehen wir nochmal hier kurz in die Tagesanalysen rein. Wie weit habe ich denn heute geguckt? Ich habe nur bis 15,79 geguckt. Aber hat der DAX am Ende ganz gut gemacht heute. Oh. Alright. Gut, dann hoffe ich, dass ihr, auch wenn ich heute keinen Trade gemacht habe, Gründe habe ich ja benannt, dass ihr trotzdem vielleicht begleitend irgendwie mitgehandelt habt oder auch nicht oder nur zugehört habt. Ja. Wichtig ist, bei den Shorts schnell rauszugehen, weil der Markt hier echt krass im Trend halt ist. Ja, und man muss halt immer überlegen, reicht mir dieser Rücksetzer aus im Kontext, um den Long wieder aufzumachen? Ja oder nein? Und für mich, ja, ist es zu hoch. Ja, also da habe ich den Kopf nicht ausschalten können. Ich hoffe, es war trotzdem lehrreich für euch, hilfreich. Ja, und dann war es das soweit von meiner Seite für heute und gehe jetzt auch erstmal in die Sommerpause. Schaut der Tage ruhig mal rein, falls ihr auch Interesse habt am Grundkurs Skype Trading. Da wird es eine Sommeraktion noch geben in den nächsten 1, 2 Wochen. Ja, so. Und ja, jetzt bei Twitch kommt sehr lehrreich sogar. Das freut mich natürlich, ja, wenn ihr da was mitnehmen könnt, vielleicht auch von meiner Erfahrung profitieren könnt. Manchmal sind Trade, also keine Trade zu machen und den Verlauf und Gedanken zu kommentieren, manchmal besser als mitzuhandeln, weil dann der Trader, der sonst handelt, mal die Gedanken von jemand anders hört und merkt, okay, der blickt ja ganz anders auf den Markt. Was sind denn seine Sorgen? Was sind denn seine, oder was sind auch denn seine Gedanken? Und wo sieht er den Markt, wo es hingehen kann? Und wie reagiert er? Oder würde er auf gewisse Verläufe reagieren? Oder auf was guckt er? Ja, das ist ja alles vielleicht auch dann ganz hilfreich, um dann sich selber auch im Trading zu sagen, okay, das macht mehr Sinn, macht Sinn. Und vielleicht gibt es ja, und das wäre das bestmögliche Ergebnis, dass es bei jemandem Klick macht und sagt, alles klar, das will ich vertiefen.
Ob jetzt mit meiner Hilfe oder alleine, ja, ich denke mal, allein so ein Content hier oder so ein Verlauf durchzudiskutieren wie heute, kann ja einfach auch so die Denkweise umkrempeln, dass man sagt, okay, ich mache mich jetzt auf die Suche und fange jetzt selber da an. Und wenn nicht, stehe ich ja auch noch da, weil ich meine, ich habe das heute nicht gehandelt, die Gründe habe ich benannt, aber durchaus an anderen Tagen, in anderen Regionen handle ich das halt einfach klassisch auch durch, wenn ich nicht gerade am Jahreshoch long gehen soll, ja, muss ich ganz klar sagen. So, das ist einfach, das ist das einzige Problem. Aber das Problem hat man immer, ja, an einem Allzeithoch long zu gehen, an einem neuen Jahreshoch long zu gehen. Für jeden Prozykliker, der sagt, das ist ja ganz easy. Ja. Aber da muss man halt dann auch immer überlegen, wo ist mein Stop und wo ist mein Ziel. Ja, und ja, verfolgt den Markt weiter. Die Aussagen, es gelten die gleichen wie davor, dass wir hier eventuell in einer Range sind, die in einem Aufwärtstrend wieder gebrochen wird, genauso wie es davor x-mal passiert ist. Ja, und wie weit das dann läuft. Also ich werde 20 Uhr nochmal kurz reingucken in den Markt, mal gucken, ob ich da für mich eine Struktur habe, wo ich sage, ach ja, da drinne kann ich jetzt handeln. Und das, was ich jetzt verpasst habe, das geht mir ehrlich gesagt vorbei. So, weil ich so nicht denke. Ne? Ich denke definitiv nicht, was ich verpasst habe. Ja. Ich habe das nicht verpasst, weil ich eine Struktur habe, die ich eh nicht gehandelt hätte. Oder wenn dann, gab es zwar zwei Entries, die erfolgreich gewesen wären, mehr oder weniger. Und das ist okay für mich. Genau, dann gehe ich in den Sommerurlaub und dann sehen wir uns wieder im September am 13. 13.9. steht bei mir im Kalender. Wenn ihr mögt, wenn ihr möchtet, wenn ihr wieder gerne was erfahren wollt, frag noch, machst du mal einen Future-Kurs mit Atas? Ganz ehrlich, Atas habe ich mal kurz nutzen wollen. Ich habe halt das Problem, dass ich alt bin. Im Sinne von, ich habe den Ninja Trader halt jetzt schon seit 20 Jahren ungefähr, oder nicht ganz. Ja doch, ich glaube 2001 habe ich den gekauft, oder 2002 irgendwie habe ich den gekauft. Ja, seit 20 Jahren habe ich den Ninja Trader. Und es ist für mich halt auch schwer und ein ziemlicher Aufwand, mich jetzt auf eine neue Plattform einzuschießen. Und wenn ich dann, das sind halt ein, zwei Wochen, klar, aber ich habe ein, zwei Wochen keine Zeit, um jetzt mich mit so einer Plattform zu befassen. Aber für Atas gibt es ja auch ganz viel Unterstützung bei FX Flat, wenn ich da richtig informiert bin. Ja? Da gibt es ja die Plattform auch. Ich selber bin halt eher hier bei FX Flat für Future Trading und Stereo Trader und nicht so für Atlas. Und aber trotzdem danke für die schönen Urlaubswünsche. Genau. So, jetzt haben wir es endlich. Dann haben wir heute doch wesentlich länger gemacht, als ich erwartet hätte. Ja, eigentlich geht das ja nur bis 16 Uhr. Jetzt ist gleich 17 Uhr. Also, mir hat es auf alle Fälle viel Spaß gemacht, so einen Verlauf zu kommentieren, auch wenn es keine Trades gab. Ich hoffe, wie schon gesagt, es hat euch genauso viel Spaß gemacht. Wenn das Video später online ist, könnt ihr euch das Ganze auch nochmal in Ruhe anschauen. Und dann darf ich mich an der Stelle nun endgültig verabschieden in den Urlaub. Denn also bei anderen Webinaren bin ich ja noch tagtäglich jetzt verfügbar für 2 Wochen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns hier zumindest bei FX Flat gerne wiedersehen im September nach meinem Urlaub, frisch gebräunt und gesund und erholt. Ich freue mich auf euch und gebe das Wort zurück an den Nelson. Jetzt hätte ich beinahe einen anderen Namen gesagt, den ich sonst jeden Morgen sage. Aber Wirklich. gerade noch geschafft. Sehr gut. Nee, Ja, vielen, Nelson. vielen Dank, Heiko. War wieder super das Webinar. Warst richtig im Flow, hat Spaß gemacht. Und natürlich wünsche ich dir auch einen schönen Urlaub. Ich bin ebenfalls ab nächste Woche auch für eine längere Zeit in Elternzeit. Von daher werden wir fast zeitgleich zurückkommen. Ich ein bisschen früher, aber dann sehen wir uns dann im September wieder. Da freue ich mich. Und ja. Ich wünsche natürlich allen Teilnehmern auch noch einen schönen Tag, einen erfolgreichen Tag, erfolgreiche Woche und passt auf eure Positionen auf. Vielen Dank für die Teilnahme. Vielen Dank an alle, die über Twitch zugeguckt haben. Vielen Dank, Andreas, für die Übertragung und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Genau. Ganz schnell, Nelson, du hast noch eine Nachricht hier bei. Habe ich gesehen, habe ich gesehen. Gut. Dann tschüss. Ciao, ciao. Ciao.